Volksgruppen, die viel größer sind, ja, wie zum Beispiel die Aserbaidschaner, dann kommen die Kurden, dann kommen die Balucha im Osten des Irans und dann haben wir viele Araber, die leider auch unten am Golf leben, die würde ich alle rausschmeißen. Das ist halt eben die Realität. Ja, Perser sind selber nur diese Fars oder Pars-Leute, die sind wirklich nur selbst eine ethnisch eigenständige Gruppe. Ja, aber wir sind ein Vielvölkerstaat, leider. Und ja, das heißt, wenn, also ich habe von Ness gehört, dass sollte der Iran mal bröckeln oder beziehungsweise stark angegriffen werden von außen, würde das eben durch den nicht vorhandenen Zusammenhalt und nicht den Hang der meisten zum Islamismus auch tatsächlich schneller auseinanderfallen, trotz der Größe. Ja, genau. Also das ist die Realität. Deswegen sage ich ja, Multikulturalismus ist ein sehr schwieriges Geschäft. Es funktioniert im Grunde genommen gar nicht gut. Ja, und Iran ist ständig davon bedroht. Entweder sind es meine Landsleute, die sich trennen wollen vom Iran, oder die Aserbaidschaner haben Separatistenwünsche, oder die Balucha wollen sich trennen von Iran, die Araber weniger, aber dann haben wir die Turkmenen und so weiter und so fort. Jeder träumt so von seinem Stückchen von Iran. Vielvölkerstaaten sind eine Last für eine Gesellschaft. Deswegen bin ich auch so gegen Multikulturalismus in Deutschland, weil es einfach nicht funktioniert. Es strapaziert eine Gesellschaft. Die besten Gesellschaften auf diesem Planeten funktionieren. Sie passen einfach nicht. Recht. Oh, Roy. Hallo. Ja, hallo Roy, du schmeißt jetzt den Stream. einen wunderschönen wünsche ich euch. Salut. Nee, ich bin hier die Zeit davor live leider hängen geblieben und ganz ehrlich, größte Kerten ever, weil die Muslime wieder ihr eigentliches Ziel haben, dann nämlich zu spalten wie die Blöden, und eigentlich man das voll gänz noch nicht mal mitkriegt, und das ärgert mich immer so. Deswegen habe ich mir gedacht, ach scheiße, alter Kian hat mich eingeladen, da gehe ich mal lieber zu was hin, wo ich mal noch mit was lernen kann und mit Leuten reden kann, die da so ein bisschen vernünftig gerade aussappeln. Ja, herzlich willkommen, mein Lieber. Schön, dass du da bist. Ich hatte mich schon gewundert, wo bleiben die? Ich hatte auch gehofft, dass Hope vielleicht noch hochkommt. Ich habe ja jetzt so, es gab ja viel Krawall so in den letzten Tagen so auf TikTok und so, und bedauerlicherweise. Ach, Kian, in den letzten Tagen, das explodiert hier gerade alles. Ich weiß. Die Leute sind nicht ganz sauber. Ich habe es gesehen, ja. Das kannst du nicht ausdenken. Aber das Schlimmste dabei ist, und es ist mittlerweile auch an dem, und ich kann da auch jemanden wie Hope verstehen, es gibt hier mittlerweile auch einige Leute, und leider gibt es da auch eine, die kennst du auch sehr gut, und ich kann sowas einfach nicht haben. Wenn du, und das ist nicht an dem, dass man da dann nachgeht, was du sagst, wenn du einen Ratschlag gibst, ich würde mit diesen Leuten gar nicht mehr live gehen. Ja, also wie gesagt, ich ziehe mich von TikTok nicht zurück, aber du siehst, ich habe auf diesen Unsinn da von diesen muslimischen Dschihadis, bin ich ja nicht drauf eingegangen. Ich bin nicht jeden Tag hier gewesen und habe mich lustig gemacht über... Ich hatte den Anruf, ich muss einmal runter, im Moment mal. Alles klar. Ja, okay, dann haben wir Odin. Grüß dich, Odin. Ja, hi. Ich wollte erst mal sagen, danke, Kian, dass du diese Aufklärung machst. Ja, Gustav. Weil das ist wirklich wichtig für die Deutschen. Und ich gebe dir auch recht, dass Multikulti nicht funktioniert. Dass es ewig Konflikte gibt zwischen den Leuten. Weil letztendlich sollte auch jeder seine Tradition, seine Kultur und auch seine Geschichte behalten. Das ist ganz richtig, das sehe ich genauso wie du. Und dass, wenn man alles zusammen mischt, dass das irgendwie alles dann auch verloren geht. Also da gebe ich auch recht. Das ist auch so die Beobachtung, die ich auch mache, und das, was man auch in der Geschichte sieht, mit Rom, Babylon, diese ganzen Multikulti-Städten durch den Handel, es ist alles zerbrochen worden. Es ging immer um Macht, Streitigkeiten, alles Mögliche ist dadurch passiert. Hi Kian. Hi Odin. Und oh, Hope ist da. Hallo, hi. Ich grüße dich. Ja. Hi, ich will auch gar nicht hier irgendwie stören oder so. Ach Quatsch, du störst doch gar nicht. Kian, Hope, ich konnte dir nicht antworten auf den TikTok-Kanälen. Du hattest mir gesagt, du hattest irgendwas für mich geschickt, aber TikTok hat meine Rückantworten alle gesperrt. Ja, also ich konnte niemanden antworten. Ja. Ich weiß nicht, mit Roy, habt ihr irgendwie eure Nummer? Ich wollte gerade anfangen. Hope, ich bin auch gerade erst rein. Genau, bevor irgendjemand anfängt, ich möchte nur eine Frage den
den Kian stellen, ja. Du hast mal vor ein paar Tagen in einem Live oder mehrmals gesagt, dass es besser wäre, wenn wir diesen Leuten wie Fashion und Co. keine Bühne geben. Habe ich das damals richtig verstanden? Ich habe immer gesagt, dass wir die nicht hochholen sollen, dass wir die nicht sprechen lassen sollen. Okay, das habe ich eben gerade jemanden weitergegeben. Ja. Ja. Da hat mir der Löwenherz, der ist hochgekommen und hat da was anderes gesagt. Ja, deswegen bin ich jetzt hier, um zu fragen, weil er hat gesagt, der Kian hat gesagt, wir dürfen ja diese Leute hochholen und sprechen lassen. Ja. Und naja, das war vor einer, das war, schau mal, was habe ich denn, ich habe das ja im Livestream ja so oft gesagt. Ich habe gesagt, was kann uns Sibum zum Beispiel geben? Was kann uns ein Fashion noch geben? Was kann uns ein Isam Bayan oder ein Anas Islam geben, was wir nicht schon alle 100 Mal gehört haben? Wie viele Diskussionen haben wir unter Muslime und Nichtmuslime, Muslime und Christen, Muslime und Juden gesehen? Es kommt immer auf das Gleiche hinaus. Genau. Und ja, man sollte auch ein Fashion keine Bühne geben, weil es gibt immer diese, sobald wie ihm zum Beispiel jetzt, ich nehme Fashion, es gibt ja noch die restlichen Gummibärchen von dem, ja, wenn wir ihm eine Bühne geben, ihn groß machen und ihn zeigen lassen, was er da irgendwas zeigen will, das heißt, er kann weiter leaken, die Leute, was er auch weiterhin macht, ja, Kian, er macht es weiter, es gibt Leute, die geben ihm diese Bühne. Und dass er weiter liegt und weiter Adressen rausgibt und irgendwelche Fotos. Deswegen wollte ich das jetzt kurz klarstellen, weil der Löwenherz hat was anderes gesagt. Er hat gesagt, wir können die weiterreden lassen, wir können denen weiter eine Bühne geben. Deswegen wollte ich das jetzt klären. Nicht, dass ich das irgendwie falsch verstanden habe von dir. Ja, ja, also für mich ist wichtig, schau mal, für mich ist wichtig, ich freue mich über dich, Hope, ich freue mich über Roy, ich freue mich über Sabalan und ich habe auch den Löwenherz, sein Engagement immer geschätzt. Ich weiß, was er auch außerhalb der Plattform getan hat. Mir ist es wichtig, dass wir, ach, was ist denn jetzt mit dem Connection Timeout? Jetzt kommt dieses Connection Timeout wieder. Dann müssen die Leute einmal Kamera anmachen und ausmachen. Das ist ein Bug von TikTok, da kann man nur so gegenwirken. Okay. Ich mache direkt mein Bild rein. Genau. Und das Wichtigste ist, dass wir jetzt, from the river to the sea, Palestine is fantasy. Oh, I love it. Vor allem mit diesem Einhorn, ja. Das wäre eine nette Geschichte hier, ihr Palästina. Nettes Märchen. Also, für mich ist Folgendes wichtig. Für mich ist es ganz wichtig. Können wir uns bitte darauf einigen, dass wir irgendwie dieses Kriegsbeil. Also ich habe mit euch alle ja sowieso kein Beef. Also für mich seid ihr alle wertvolle Streiter. Diese Dorfaraber, diese Dorftrottel da aus Libanon, woher sie alle kommen, sie haben uns für einen kurzen Moment gespalten. Nimm bitte Löwenherz an. Er hat gerade gebeten, ihn hochzunehmen. Klar, sicher. Wer will hoch? Ah, Löwenherz, okay. Aber Leute, ich habe den Stream jetzt nicht aufgemacht, weil ich hatte auch zu Löwenherz gesagt, in dieser Atmosphäre möchte ich eigentlich nicht, dass Roy und Hope und Löwenherz sich hier alle drei treffen, weil das ist das, was unsere Feinde da draußen wollen, unsere Gegner. Wollen, ich krieg meine Kamera nicht mehr aus, ne? Was ist das? Ja gar nicht. Ah, jetzt hast du es aus. Ja, auf Speichern. Ist der Roy schon wieder zurück oder nicht? Der Roy ist noch hier. Ja, ich dachte, du warst am Telefonieren. Nee, ich bin schon wieder da. Okay. Erstmal guten Abend. Erstmal guten Abend. Ja, grüß dich, Löwenherz. Eine Sekunde. Ich müsste mal ganz kurz raus für ein paar Minuten. Ich habe mal eine Frage. Wie gehe ich hier raus? Live pausieren. Da gehst du unten rechts auf ein. Nein. Kian, du machst einfach dein Mikro aus. Okay. Und deine Gäste machen den Stream ohne dich und deine Moderatoren moderieren und du machst einfach nur dein Mikro aus. Mute Mikrofon, richtig? Ja, genau. Okay, gut, dann ich mach das mal, Freunde. Also du schaltest dich stumm. Okay. Und lässt einfach die anderen miteinander sprechen. Ich denke, okay, die haben sowieso viel zu sagen. Und ich muss mich verabschieden, ihr Lieben. Ah, okay, gut, Anna. Okay, gut, alles klar, kann ich verstehen. Dann bis später, Anna, ja? Bis später, tschüss.
Tschüss. Okay, Freunde, ich gehe jetzt auch mal ganz kurz für 5 Minuten. Ich bin leider bei der Arbeit und ich kann, deshalb muss ich manchmal unterbrechen. Alles klar, alles klar. Aber ich bitte euch, denkt immer daran, der Feind liest und hört mit. Und sie freuen sich. Ich habe keine Angst vor irgendwelchen Chihuahuas, jetzt mal ehrlich. Ach, ich überhaupt nicht. Also Mehmet Ali und alle Fatma und wie sie alle heißen, können mir alle den Buckel runterrutschen. Es geht um etwas anderes. Ich meine nicht, sie wollen, dass wir uns zerfetzen. Sie wollen, dass wir uns zerreißen. Ich weiß das. Ich sage das auch schon die ganze Zeit. Guck mal, Kian, ich habe das schon 1000 Mal gesagt und ich werde es weiterhin sagen. Ich distanziere mich von diesen Menschen, auch wenn die auf unserer Seite sind, die mit denen sympathisieren. Für mich ist das ein No-Go. Es geht nicht. Ich sehe es nicht ein. Ich werde es nicht akzeptieren. Und ich werde mich von diesen Leuten distanzieren. Ich kann es nicht sehen, ja, dass so Leute von uns da in diesen Räumen gehen, ja, in diesen Streams reingehen und deren Arsch lecken. Das kann ich nicht akzeptieren, werde ich auch nicht. Ich bin nicht so, ich werde auch nie so sein. Und ich distanziere mich von diesen Leuten. Punkt. Ob das jemandem passt oder nicht, das ist mir egal. Auch wenn es eine Person ist, die mit mir gut ist, ist dann so. Ah, du, ich stehe dazu. Wenn jemand nicht kann, dann kann er nicht. Aber nein, es geht nicht nur, es geht nicht um die Muslime, es geht um bestimmte Menschen, die hier leaken, die hier das gemacht haben, was mit dir passiert ist und die es weiterhin machen und weiterhin es noch zu anderen Sachen bringen, ja. Und dann hört es bei mir auf, wenn ich unsere Leute, ja, sehe, die dort deren Arsch lecken, dann hört es bei mir auf. Ja, und von den Menschen distanziere ich mich ganz einfach und es ist mir egal, wer es ist. Punkt. Darf ich mich für Hope, kann ich mich für Roy, ich habe euch beide zu Moderatoren gemacht. Kann ich mal für 5 Minuten kurz verschwinden und dann komme ich zurück und ihr schmeißt einfach bis dahin den Laden? Gar kein Problem. Super, ich bin gleich wieder da. Gleich alles nur Verwarnung. Ja, okay. Wir sehen aber uns. Aber dafür feiere ich dich, Hope, deine Loyalität, deine Treue zu deinem Volk. Ohne Scheiß. Ist echt so. Die Deutschen wären mal mehr so wie du oder ich. Glaub mir, das Land würde ganz anders auf den Kopf gestellt werden. Es geht auch nicht mal um nur mein Land. Es geht um auch die Menschen, ja. Es geht auch um diese Menschen. Das. Ich verstehe mich sogar mit Menschen, die nicht meiner Meinung sind, ja. Guck mal, der Kian, der ist auch einer, der den Judentum und den Christentum, alle Religionen kritisiert. Trotzdem habe ich kein Problem mit ihm, ja. Es ist nicht, keiner muss irgendwie die Juden gut finden oder den Judentum oder Israel. Es geht mir nicht darum. Es geht mir um den Menschen. Und wenn er loyal ist, dann werde ich immer sowieso loyal sein, okay? Ja. Und es geht einfach darum, ja. Ich brauche nicht jemand, der sagt, ich bin für Israel, aber dann in irgendwelchen Streams reingeht und deren Arsch leckt. Brauche ich nicht. Werde ich auch nicht brauchen. Ja. Werde ich auch nie haben. Und von so Leuten distanziere ich mich selber. Ich brauche diese Menschen nicht. Auch wenn ich am Ende alleine dastehe. Besser als mit solchen Menschen. Punkt. Du bist ja genauso wie ich. Ja, ich brauche meinen eigenen Pfad hier. Ich versuche viele Deutsche zusammen zu verbinden. Ja, aber die Leute verstehen das einfach nicht. Dass genau das, was diese Muslime wollen, ja, oder Nicht-Muslime, dass sie das gerade bekommen. Ja, und ich finde das so traurig. Es ist wirklich traurig. Ich weiß. Sascha, das Land ist eine Irrenanstalt. Es ist sehr traurig, dass diese Leute, ich meine, guck mal, ich bin jetzt schon ein paar Monate hier und ich habe schon viele Leute gesehen und getroffen und gehört in TikTok und die haben deren Seiten gewechselt, wie, keine Ahnung, die Unterhose wechseln die so schnell nicht. Und ich habe das akzeptiert, ja, ich habe das akzeptiert und gesagt, gar kein Problem, wenn ihr euch dahin stellen wollt und zu denen gehören wollt, gar kein Problem. Ich brauche keine linken und nicht loyalen Menschen auf meiner Seite, brauche ich nicht. Dann ist es mir lieber, dass die dort sind, ja, weil dann weiß ich, die sind dort und nicht bei mir und versuchen noch irgendwas anderes nebenbei zu machen. Das ist TikTok, man hört alles, man sieht alles. Ich kriege jeden Tag Ausschnitte. Ja, das glaube ich dir. Und ich bin immer für den Kampf da. Ist der Roy da? Nee, ja, ich bin da. Und Leute, ich habe von dem Roy noch nie einen Ausschnitt bekommen, ja, wo der Roy irgendetwas falsch gemacht hat. Noch nie. Noch nie. Es wird auch, glaube ich, nie passieren.
Und wenn na, was heißt falsch machen? Falsch mache ich bestimmt einiges, aber du wirst garantiert noch nie ein Haus bekommen haben, dass du irgendwelche eine andere Meinung habe, als die ich sie da dann vertreten habe, wenn du zum Beispiel oder jemand anderes anwesend ist. Und das genau, ist so mein. Was das angeht, bin ich da ziemlich klar in meinem Denken. Ich bin da sehr loyal. Ich bin gerade in meiner Meinung, standfest in meiner Meinung. Und das ist etwas, was für mich da sehr, sehr viel zählt. Und da ist es dann zum Beispiel, wenn ich jemanden sehe wie Fashion. Und da geht es mir gar nicht darum, was für ein Dödel er ist. Das ist mir rotzegal. Wenn ich da jemanden sehe wie Fashion, der da versucht, mutwillig da Leute zu diskreditieren, um sie da auseinanderzunehmen, dann sich da richtig Mühe macht, auch im Privaten, sich da mit Accounts auseinanderzusetzen aus anno 1900 und dann auf einmal Bilder von mir findet, die ich selber gar nicht mehr wusste, dass ich die mal irgendwann hochgeladen habe, auf meine eigentlichen Person, da wo ich irgendwann mal 19, 18 oder 19 Jahre alt war, dieses hochgeladen wird, ich dann einen Bus gepackt werde oder irgendwas, sehe ich als allererstes mal, oh, wo hat er das her? Das Bild selbst, das ist mir dabei rotzegal. Und wenn man dann beigeht, dann von anderen Personen, sich dann auch über die informiert, da zum Beispiel Gyms postet, wo der da trainiert hat irgendwann mal oder. Und dieses öffentlich darstellt und da ganz viele mit zugehören, dass dann diese Person, eine Lalusche, dieses Bild weiterreicht und das dann hochgeladen wird, dann zeigt das eigentlich nur mir, dass ich recht hatte in der Einschätzung zu der Person, dass es nämlich ein falscher Fuffi ist. Und mit diesen Menschen habe ich kein Interesse, mich da gerade mit denen irgendwie noch zu unterhalten, weil ich weiß, was sie sind. Einfach nicht beachtenswert, nichts anderes. Und wenn sie dann das nutzen, sogar um eigenen Content zu bauen, oder, dann bin ich der Letzte, der das unterstützt. Warum sollte ich in einen Live zum Beispiel reingehen, wenn ich weiß, ich gehe da rein, sorge ich für das Gespräch, die Leute hören zu, sind daran interessiert, ich gebe denjenigen somit Reichweite. Warum sollte ich das machen? Du gibst denen erstmal Gesprächsstoff, ja, und Reichweite, ja. Und wenn wir nicht da reingehen, dann haben die gar nicht irgendwas zu besprechen, ja. Weil die uns da nicht haben. Ich habe. Und seit wann kommt der Knochen zum Hund? Ja, ich bin schon hier seit 3 Monaten oder plus. Ich habe das auch am Anfang nicht verstanden. Es sind Leute zu mir gekommen und haben mir das erklärt. Und ich habe es dann verstanden. Ich war auch so eine. Richtig eklige Sachen vom Stapel lasse. Auch gegen eigene Leute, einfach um mich irgendwie zu verteidigen. Das muss ich, das räume ich so ein, das ist so. Aber das ist doch menschlich. Du bist doch kein Roboter. Das Allerwichtigste, was ich hier sehe und wo wir tatsächlich eine Kontrolle. Ey, Kiermann kann den Chat mega scheiße lesen, mach mal ein anderes Raster. Ja, was meinst du mit Raster? Mensch, rede nicht immer so chiffriert. Ich habe keine Ahnung von der scheiß Plattform hier. Du gehst unten auf Gäste. Warte. Da steht ganz oben dein Name. Ich gehe unten auf Gäste, ja, dann steht hier oben mein Name, ja. Und da oben drüber ist so ein das Rädchen oder so. Ja, das Rädchen, ja. Und dann da drückt drauf. Sauber, sehr schön. Ja, war das gut oder war das nicht gut? Das war gut, das hast gut gemacht. Okay, komm Leute, sprecht euch aus. Ja, was gibt's da großartig auszusprechen? Die Deutschen müssen zusammenkommen und es ist falsch, dass wir uns immer weiter spalten für irgend so eine Rotze. Das geht mir wirklich auf den Sack. Ja, man muss aber da, und das ist das Wichtige, man muss aber trotzdem am Ende am gleichen Strang ziehen. Und ich verstehe jemanden wie Hope da zu 100%. Und Löwenherz, ich habe dir das jetzt mehrfach versucht zu erklären. Und ich habe das nun auch mehrfach gehört. Es ist nun mal an dem, wenn da in einem Live jemand sagt, der Kian macht dies, der Kian macht das oder. Um gar nicht jetzt die ganzen Vorwürfe da zu betiteln. Und du dann sagst zum Beispiel, ja, einige Aussagen von Kian, die sind da wirklich widerlich, davon distanziere ich mich auch, aber deswegen mag ich ihn trotzdem als Menschen. Dann hast du demjenigen das gegeben, was er möchte. Wenn man nämlich dann diesen Live-Mitschnitt nimmt, dann kann man das Letztgesagte wegnehmen. Und derjenige nutzt das für sich selbst, dass man da sagt oder von dir verlangt, dass du dich zum Beispiel von Kian distanzierst oder dass man
auf in deiner Anwesenheit Kian schlecht macht, dann ist das, und das hört sich blöd an, ein loyaler Zug von einem Kumpel, von einem Kollegen, je nachdem, wie man das da betiteln möchte, dass man für den, der nicht da ist, einsteht. Wenn man da zum Beispiel sowas zu hören kriegt, da geht es gar nicht um dich bei. Du musst dann nicht anfangen und sagen, ja, aber ich. Damit musst du nicht anfangen. Es geht dann dabei um Kian. Und dann hat es zu heißen, weißt du was, wenn dir die Aussagen nicht passen, Alter, dann schreibst du ein Poesiealbum oder irgendeinen anderen Scheiß. Egal was. Aber du musst, und das verlange ich, das würde ich von einem Kollegen, vom Kumpel verlangen. Und ich weiß, dass ich von meinen Kollegen das gar nicht verlangen muss, weil sie es genauso handhaben und sehen, dass sie da für mich einstehen. Und wenn man das nicht macht und den Leuten nach dem Mund redet, um nur sich selber aus der Sache rauszunehmen, wenn man sagt, ja, aber ich habe das doch nicht gemacht, ja, aber ich, dann ist das nun mal nicht loyal. Und das ist das, was ich ganz stark anprange an bei dir. Das ist ein Problem, ob du das verstehen möchtest oder nicht. Es ist ein Problem und ich habe bis jetzt, ich weiß nicht, wie oft ich dir das erklärt habe, aber das geht so nicht. Meine Frau, guck mal, meine Frau hört mit, die sitzt direkt neben mir, sie hat mir gerade gesagt und das hat sie richtig gesagt, es ging in dem Punkt nicht damit, was du gerade gesagt hast, den Mund reden, dass ich meinen Arsch rette, null. Es ging damit aus, in der Situation, meine Familie da rauszuhalten und deren Arsch retten und ich meinen, nicht meinen, mir, ich bin mir scheißegal. Deswegen habe ich auch mein Foto gezeigt, ich habe extra hochgeladen, damit Fashion mein Bild hat. Ich bin egal, die können mich auf der Straße verkloppen, mich treffen, alles ist mir egal. Das interessiert mich nicht. Da bin ich der dreckigste Deutsche. Das ist mir komplett egal. Darum geht's nicht. Ja, aber da rauszuhalten. Ja, aber Löwe, Löwenherz, dann ist es gerade an dem, wenn es dann darum geht. Guck mal, nun haben sie, sagen wir mal, dein Bild. Und gehen wir mal wirklich vom schlimmsten Fall aus. Vom schlimmsten Fall. Dass die Leute dann dieses Bild nehmen, das soweit recherchieren und wirklich herausfinden irgendwann, wo du wohnst. Und du bist genau an diesem Tage nicht zu Hause. Dann ist es an dem, dass so wie es zum Beispiel Kian passiert ist, nicht du die Tür aufmachst, sondern deine Frau und im Kians Fall sein Sohn. Wenn du dich da bewegst, dann solltest du, und das ist etwas, was du ja selber sagst, den ganzen Ärger, den du da hast, gerade mit deiner Frau, den kannst du ganz kurzbündig beenden. Geh nicht mehr live oder distanziere dich von diesen Leuten, weil die Leute nutzen das ja. Wenn du dich in das Gespräch begibst, dann sorgst du ja für das Interesse auf der anderen Seite. Und das solltest du dann nicht zulassen. Da sollte man, wie man so schön sagt, sollte man Prioritäten setzen. Und diese Priorität hat in erster Linie, wenn es da um deine Frau und deine Familie geht, deine Familie zu sein. Und wenn das zu Problemen führt, dann musst du dich davon distanzieren, von der App oder von den Lives. Oder du gehst halt dann nur noch in ausgewählte Lives, wo es zum Beispiel nicht um diese Thematiken, nicht um diese Personen geht. Und dann hast du das beides. Du hast die App, die du nutzen kannst für dich und du hast deine Familie nicht indirekt in Gefahr gebracht. Das ist leider so. Ich habe dir das so oft versucht zu erklären. TikTok ist ein Dschungel. Und ja, das ist hier kein Spiel, gerade nicht, wenn es um diese Thematiken geht. Mal, und das solltest du eigentlich wissen. Ich habe gleich wieder die Hälfte vergessen von dem, was du gesagt hast, weil du so viele Sachen gesagt hast. Ich vergesse mal, ich kann das nicht, ich habe Demenz, Mann. Ich vergesse es doch. So, wenn jetzt zum Beispiel, und da das kann man mir natürlich schlecht ausregen, da sage ich überhaupt nicht, das habe ich ja Kian auch immer offen gesagt, transparent, dass ich auch bei diesen Leuten im Live bin. Ich habe das nie verheimlicht, ich habe auch nie gesagt, dass ich irgendwie so. Ich habe trotzdem gesagt, dass ich hinter ihm stehe, habe auch nicht ein einziges Mal im Live gesagt. Ich habe auch die Videoaufschnitte, weil sie gesagt haben, distanzierst du dich von Kian? Nein, natürlich nicht. Ich habe gesagt, manche Aussagen, so wie du richtig gesagt hast, selbstverständlich. Da gebe ich dir vollkommen recht, ja. Aber dann haben sie gesagt, guck mal, mit wem du befreundet bist und so, das kannst du nicht machen. Ich habe gesagt, ist mir scheißegal. Ich bin mit dem befreundet, mit dem ich das will, weil die Menschen zu mir sind, wie sie sind und so beurteile ich sie. Aber das eigentliche Ziel wurde trotzdem erreicht, dass du dem Ganzen recht gibst, das ist das, was sie dann hören wollten, dass das, was
Kian sagte, widerlich ist und du dich von dieser Aussage distanzierst. Es ist dabei genau. egal. Ja. Guck mal, die Aussage selbst, die brauchst du gar nicht mal treffen. Es geht darum, guck mal, du musst das mal so sehen. Es wird nur der Teilausschnitt rausgenommen, dass du sagst, die Aussage ist widerlich, davon distanziere ich mich. Egal, was davor oder was danach gesagt wird, ist egal. Und diese Leute nutzen das genauso. Sie nehmen Teilnachrichten, die sie sogar leaken. Sie gehen bei ins Private. Sie gucken nach, wer ist das eigentlich? Wo ist der im Netz zu finden? Wo ist der irgendwann mal Sport machen gegangen? Das, auch das hatten wir alles. Und das ist einfach an dem. Deswegen sage ich, wenn das zu viel wird und dass deine Familie, deine Frau die erste Priorität ist, dann zieh dich aus diesen Lives zurück. Guck mal, du stellst die Anfrage, du gehst in die Lives. Somit sorgst du ja für weiteren Ärger, für weitere Probleme, für dich und deine Familie. Aber egal, vielleicht ist das genau Richtung unser das da Problem, Roy, ja, weil wir nicht zusammenhalten, weiß ich ja. mein, dass ganz sowas kurz. Möglich ist, dass jemand aus Angst zurückgehen muss, weil wir nicht zusammenstehen. Und das muss passieren hier in Deutschland. Egal, wer von uns angegriffen wird, wir müssen alle da sein. Und dann beenden wir es. Ganz einfach. Du, dieser Zusammenhalt, der sollte auf jeden Fall da sein. Wenn man dann aber dann auf der anderen Seite sieht, auch Mensch, scheiße, was macht er da? Oh nee, wieso macht er das? Und man dann sagt, ey Mensch, lass das doch bitte. Und dann aber kommt, aber ich rede mit allem. Ich rede mit allen. Das ist doch das eigentliche Problem. Dann setzt man das Eigentliche, was man für sich selber sieht, über das, was da eigentlich gemacht wurde. Und das ist ein Problem. Das geht so nicht. Aber so Leute muss es geben, die letztendlich hier den einfach mal den Kopf hinhalten. Es muss uns geben, die zusammenhalten. Wir müssen letztendlich alles wieder auf den Kopf stellen hier in Deutschland. Es kann nicht sein, dass sich Leute über unsere Köpfe stellen und uns sagen, was wir zu tun haben. Wir sind nicht die Hunde von irgendjemand. Guck mal, du musst das mal so sehen. Glaub es mir, ich erkläre jeden dem Krieg. Auch meinen eigenen Landsleuten, die da mitspielen, die sich daran ergötzen, wie andere leiden, um sich selbst in die Hände zu klatschen, selbst denen erkläre ich den Krieg. Ich habe vor niemandem Angst. Von mir aus können sie alle kommen, mit 20, 30 Mann, ich gehe rein, mir ist das scheißegal. Aber ja. so müssen wir alle sein, wir müssen auch zusammenhalten. Wir haben früher auch mal zusammengehalten. Weiß ja. ich mein. Freunde, ich weiß, und das muss passieren. Entschuldigung, Freunde, Entschuldigung, hallo, Freunde, ihr wisst ja, ich nehme mal die Livestreams immer sehr ernst mit der Moderation. Ich will, dass es gesittet abläuft. Ich habe jetzt genug Moderatoren, die aufpassen, dass da auch in dem Livestream alles, in dem Chat alles gut läuft. Ich möchte so ein bisschen das Wort immer abgeben und nicht so quer durch den Garten. Ich würde gerne mal Memoli hören, weil sie ist auch sehr oft dabei. Sie ist eine regelmäßige Begleiterin in vielen Streams, auch bei Löwenherz, bei dir, Roy, und so weiter und so fort, bei Moritz, glaube ich, auch. Und ich denke, sie kann auch was dazu sagen. Schieß los. Memoli? Ah, okay, sie ist gleich wieder zurück, hat sie gerade geschrieben. Okay, kein Problem. Auf jeden Fall, eine Sache ist sehr, sehr, sehr wichtig. Wenn man weiß, dass vor knapp 10 Tagen jemand aus Deutschland jemanden aus England an meine Tür schickt, um meine Familie nachts um 11 Uhr zu tyrannisieren, dann geht man nicht einen Tag später mit solchen Leuten in den Livestream und unterhält sich mit denen nett. Das macht man nicht. Entweder sind wir alle ziehen wir am gleichen Strang und sind wir eine gleiche Gemeinschaft, oder wir nehmen TikTok einfach nur als eine Geldmaschine wahr, mit der wir auch mit unserem Feind Streams machen. Nochmal, ich habe dieser Community den Krieg erklärt. Ich respektiere diese Community überhaupt nicht. Okay? Ich bin nicht hier zum Spaß. Ich bin nicht hier, um den Clown zu spielen für die Zuschauer, damit die Fetzen fliegen. Ich bin hier, weil ich diesen Leuten die Stirn bieten wollte. Und ich will mit diesen Typen auch keine Match. Ich will sie auch nicht privat anschreiben und ihnen sagen, hey, wollen wir ein Match machen, damit wir ein paar hundert Kröten zusammenbekommen? So einen Dreck mache ich nicht. Ja, ich bin hier, um sie zu bekämpfen. Und sie haben ja vor 10 Tagen ja auch gezeigt, dass sie bereit sind, bis an meine Tür zu kommen. Auf Auftrag Kian, von Deutschland aus. Kian, kannst du mal selber für dich klatschen? Geht das? Ich kann selbstverständlich für mich klatschen. Das geht hier locker. Pass mal auf hier.
Sehr schön. Weil das war eben mal eine Ansage. Das war mal eine Ansage. Darum geht es am Ende. Es kann man natürlich aus jeglichem Interesse sagen, ich mache das deswegen, ich mache das deswegen. Aber so wie Kian zum Beispiel da dafür da ist, bin ich zum Beispiel derjenige, der das auf dem politischen Wege macht und da zum Beispiel, wenn es um die AfD geht, ich jeden auseinandernehme, der auch da nur gegen die AfD spricht. Richtig. Und das mit Argumenten und nicht mit irgendwelchen Befindlichkeiten. Und das ist für mich das, warum ich TikTok als App nutze, um dieses da dann nach außen tragen zu können. Mir sind Coins und dieser ganze Scheiß sowas von Rotz egal. Mir geht es um die Sache selbst. Und deswegen feiere ich das so. Deswegen finde ich es gut, dass es so eine Leute wie Kian gibt oder Amir oder auch ganz viele andere, die dafür sorgen, dass den Leuten erklärt wird. Weil auch politisch gesehen ist es an dem, dass der politische Islam, die Islamisierung in diesem Lande immer weiter voranschreitet. Und das möchte ich nicht zulassen. Ich möchte nicht, dass meine Kinder, wenn ich irgendwann nicht mehr da bin, dann zum Beispiel unter der Scharia eventuell sogar leben könnten. Und seien es nur Teile aus der Scharia. Ja, ist mir das scheißegal. Niemals. Niemals. Wir wollen nichts von diesem Dreck. Wir wollen gar nichts von diesem Dreck. Wir wollen nicht mal, ich will sogar, dass die Deutschen vergessen, was Scharia ist. Die sollen, wenn sie an Scharia denken, sollen sie denken, das ist irgendwie hier ein Brotaufstrich. Ja, ich will nicht mehr, dass die Leute irgendwie damit sich auseinandersetzen. Und ihr seht ja auch, was für Kräfte dort unterwegs sind. Leute, die Charakterattentate auf einen üben, die Bilder von 17 Jahre raussuchen und dann irgendwelche Märchen machen und so weiter und so fort. Das spielt alles keine Rolle. Wichtig ist, dass und die islamkritische Szene und dass ihr eure Motive hinterfragt. Warum bin ich auf TikTok? Ja, warum bin ich auf TikTok? Will ich Kohle machen mit TikTok? Dann bitte halte dich raus aus dem islamkritischen Geschäft und aus dem politischen Kampf, dann mach dein Geld. Aber wenn du aufklärerische Arbeit machen möchtest, dann musst du bitte ein paar Dinge an erster Stelle stellen. Und das bedeutet, an erster Stelle steht der Kampf gegen diese toxischen Migrantengruppen. Das ist das, wo wir alle zusammenstehen müssen. Was man mir angetan hat, tut man mir übrigens seit 6 Jahren an. Und deswegen habe ich auch nicht so hysterisch reagiert wie andere. Aber dass, wenn es anderen passiert, dann wäre ich solidarisch. Warum möchte ich nicht mit Sibum, Fashion und wie sie alle heißen, überhaupt auf irgendeine Art und Weise reden? Warum möchte ich das nicht? Was höre ich von denen überhaupt Neues, was uns alle voranbringen könnte? Gar nichts. Wir wissen, dass Fashion mit 10 Accounts unterwegs ist, möglicherweise sogar in diesem Account ist. Ja, er hat so viel Angst bekommen vor mir, dass er mich Tag und Nacht thematisiert hat, weil er einfach nicht wusste, wohin mit seiner Angst. Ja, aber ihr habt mich keinen einzigen Livestream machen sehen, weil die Mühlen malen langsam. Die Kampagne startet, dafür sorge ich. Aber auf der anderen Seite, Leute, wir müssen zusammenhalten. Wir dürfen uns nicht auseinander dividieren lassen. Und wir sollten uns nicht gefallen lassen, dass irgendwelche Primitive aus dem Nahen Osten den Kurs in unserem Land bestimmen. Das sollten wir nicht dulden. Ja, und deswegen, Memoli, hast du jetzt Zeit, was zu sagen? Memoli? Ah, okay, gut. Live pausiert. Memoli, du musst einfach nur das Mikrofon entstummen, dann könntest du theoretisch was sagen. Kian, wenn sie jetzt nichts sagt, ja, bitte. Warte. Guck mal, du weißt ja selber, Kian, wir kennen uns ja. Wie oft waren wir auch schon gemeinsam auf der Straße? So, in sämtlichen Situationen, auch in Situationen, wo die Muslime komplett durchgedreht sind, weißt du ja. So, wie oft ich bin durch ganz Deutschland gefahren, habe das unterstützt und unterstütze das immer noch, das weißt du. Es geht gar nicht darum, dass ich irgendwie, weil man mir vorwirft, ich hätte die Seiten gewechselt, völliger Blödsinn. Die Sache, an die ich glaube, ist immer noch dieselbe. So wie ich es immer nur gesagt habe, Kian, das weißt du auch ganz genau, ich geh einfach nur anders daran, aber es kann natürlich jetzt in euren Augen falsch sein. Trotzdem, Kian, weißt du, ich bin immer noch hinter der Sache, hinter dir und werde es auch weiterhin sein. So, und das ist so und das ändert sich auch nicht. Meine Meinung ändert sich null. Guter Punkt, den ich hier. Warte mal, Kian, da möchte ich mal jetzt schnell was einwerfen. Kurz aufgehen. Löwenherz, was da ganz wichtig ist und das musst du endlich verstehen. Gerade wenn man sich hier, das ist hier nicht die Straße, wo man dann eine Kundgebung hat oder da
nach außen was trägt und dann dieses Gespräch in der Form sucht. Hier ist das anders zu sehen. Da geht es auch darum, wie du nach außen wirkst in deinen Gesprächen. Wenn du dich zum Beispiel da darstellst und sagst, pass auf, ich habe hier ganz dicken Kontakt mit Kian, dann bist du natürlich, um Kian auseinanderzunehmen, ein Angriffspunkt. Diesen versucht man natürlich dann zu nutzen. Und wenn man das dann macht, wenn du reingehst in der Form, dass man Sachen sagt über Kian, du sie unkommentiert stehen lässt und dann sagst, ich distanziere mich von Aussagen von Kian, die er da getroffen hat, oder, dann ist das das Ziel, was sie erreichen wollten und erreicht haben. Und das ist das Problem. Das musst du endlich verstehen. Es geht nicht immer da dann nur um das, was du da denkst, wie du es siehst. Es geht darum, was zum Beispiel die Leute hören. Darum geht es. Das musst du verstehen. Steh alles, weißt du, was das Problem ist? Du denkst wirklich, ich bin 30 Jahre alt, Roy. Ich habe, und das verstehst du tatsächlich nicht, schon mehr in meinem Leben mit gefährlichen Menschen, Konfrontationen zu tun gehabt, als du es überhaupt vorstellen kannst. Darum geht es überhaupt nicht. Du hörst nicht zu, das hat nichts mit der Sache zu tun. Dir zu, nichts. Ich höre dir zu. Ich höre ganz genau, was du gesagt hast. Ich verstehe auch, was du gesagt hast. Was ich jetzt gerade gesagt habe, war keine direkte Antwort auf das, was du gesagt hast, sondern mehr allgemein gesprochen. Ich höre dir vollkommen zu. Natürlich ist die Außenwirkung, geht es daran, wenn man mich nicht kennt, könnte man natürlich von der Außenwirkung denken, was ist da denn jetzt immer auf einmal los? Wenn jetzt aber zum Beispiel du mein allerbester Freund bist, so, und wir sind in einem Live und du sagst zu auch wenn du mein allerbester Freund bist, du sagst zu irgendjemandem, ey, weißt du was, halt deine Fresse, du Penner oder weiß nicht was. Dann selbst wenn du mein bester Freund bist, sage ich dir, ey, Roy, sag mal, spinnst du, wie redest du eigentlich? Da muss mal, ich nicht loyal hinter dir sein. Du verstehst es immer noch nicht, pass auf. Ja, und das sagst du Kian jedes Mal. Kian treibt hier Aufklärungsarbeit. Diese Aufklärungsarbeit, die er da betreibt, betreibt er straight. Ohne irgendwie von links oder nach rechts auf nur ein Stück weit abzuweichen. Er fährt gerade aus seine Schiene und macht genau das, was er da immer gemacht sehr hat. Sehr wichtig, so. Sehr wichtig. Wenn du dann, dazu muss ich auch noch was sagen, aber bitte, Roy, bitte, Roy. So, wenn es dann darum geht, dass zum Beispiel du dich in den direkten Kontakt bringst und dann darüber redest, dann ist es so, Kian möchte die Leute erreichen, die unten im Chat sind, die zuhören. Wenn du dann auf einmal in diesem Live bist, dann ist es an dem, dass da Leute zuhören und merken oder hören und denken, weil du das ja bestätigst, oh, dann hat Kian da ja wirklich Scheiße gebaut. Das war ja dann wirklich nicht richtig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also ist Kian der Doofe und die anderen die Guten. So doof, wie sich das anhören mag. Und das ist das, was du nicht verstehst. Dadurch, dass du sogar dich ja auch nach außen ja, darstellst, ich habe direkten Kontakt mit Kia, bist du für die Leute, die unten zuhören, der Punkt, wo man sagt, ich habe es auch verstanden, aber der weiß mehr. Kannst du was dazu sagen? Ja, guck mal, im Grunde genommen, Roy hat komplett recht damit, Löwenherz. Und zwar aus einem folgenden Grund. Wenn du zum Beispiel sagst, Kian, ich distanziere mich von einigen deiner Sachen. Ja, wer bringt dich dazu überhaupt, dich zu distanzieren? Ja, ich habe dich nicht dazu darum gebeten, dich von mir zu distanzieren. Hattest du Angst gehabt, hattest du wirklich geglaubt, dass diese Araber dort, diese Hobby-Dschihadis, dass sie wirklich zur Polizei laufen werden, dass sie daraus ein Politikum machen werden, dass sie mich wirklich anzeigen werden? Das war eine Einschüchterung. Sie kommen aus einem Kulturkreis der Einschüchterung. Die andere Sache, die ich dir sagen möchte, ist, warum bin ich so drastisch? Hier, guck mal, schreib mir bitte privat an für Kennenlernen. Ja, Abdallah, du kannst nach Arabien gehen und da kannst du dann die Leute hier kennenlernen. Bitteschön. Folgendes, was will ich sagen? Warum bin ich so drastisch in meinen Worten? Warum sage ich die Dinge so drastisch? Warum bin ich nicht der nette, freundliche Dialog-Ansprechpartner für die Muslime? Erstens, es gibt keinen Grund, höflich zu sein gegenüber der muslimischen Community oder gegenüber dem Islam.
Zweitens, ich bin Ex-Muslim. Das heißt, ich komme aus der Mitte dieser Religion. Ich weiß, was für ein ekelhafter Dreck in dieser Religion gelehrt wird und was Muslime im Generellen über Nicht-Muslime wissen und glauben. Das ist keine guten Nachrichten für all die Leute da draußen. Ich habe also null Respekt für diese Gemeinschaft. Drittens, ich möchte, dass meine Zuschauer ihren künstlichen Respekt für diese Religion verlieren. Und deswegen gehe ich an erster Stelle vor und zeige mein Nicht-Respekt für den Islam. Weil es immer noch allzu viele Menschen da draußen gibt, die denken, man müsste irgendwie Religion im Allgemeinen, aber Islam im Speziellen irgendwie Respekt zeigen. Und das möchte ich, dass das aufhört. Dieser Unsinn muss aufhören. Und deswegen rede ich so herabwürdigend von dieser Ideologie, dass alle merken, hey, dieser künstliche Respekt für diese Religion ist komplett überflüssig. Das braucht ihr gar nicht. Das ist der Grund, warum ich drastisch rede. Aber sich von mir zu distanzieren, während Roy und zum Beispiel Hope das nie gemacht haben, das kreide ich dir an, Löwenherz. Unabhängig davon, selbst wenn ich deine Aktion nehme, Kian, bei uns hier in Deutschland ist ein Buch ein Gegenstand. Richtig. Wenn es mein eigenes Buch ist und ich mein eigenes Buch zerreiße, dann ist das mein Buch, was ich zerrissen habe, und das kann niemand ankreiden. Ich würde dir maximal ankreiden, wenn du mein Buch nimmst und das dann zerreißt, und dann könnte ich zu dir sagen, Kian, das war jetzt Sachbeschädigung. Dieses Denken, dass wir das haben, weil wir Staat von Religion trennen, das sollte man nicht verlieren. Und es muss man sich mal überlegen. Alleine diese Aktion, dass Leute sich so getriggert fühlen, weil jemand seinen eigenen Gegenstand beschädigt hat, dass die sich davon so getriggert fühlen, darüber sollte man mal nachdenken. Wie weit soll das gehen? Mal ganz ehrlich, und wenn Kian sich dieses Buch nimmt und damit den Arsch abwischt, dann könnte es auch der Sachverhalt da gegeben sein, dass er kein Klopapier mehr hatte. So, Punkt aus, fertig. Und das ist seine Entscheidung. Und das ist mir egal, von sowas brauche ich mich nicht distanzieren, weil das Kians Entscheidung war, was er mit seinem Gegenstand macht. Und das ist am Ende ein fucking Buch. Und vor allem möchte ich noch mal da hinzufügen, ich habe nicht aus einem kurzen Moment der Übererregtheit diese Koran zerrissen. Ich wollte damit den Leuten da draußen zeigen, Leute, habt keine Angst davor. Lasst nicht zu, dass diese Barbaren aus der dritten Welt eure Stimmung, eure Gesellschaft, eure Meinung, eure Position irgendwie beeinflussen. Ihr seid die Herren im Haus. Die Deutschen sind die Herren im Haus. Die Araber, Türken, Kurden, Iraner, Chinesen und wie sie alle sind, alles Gäste in diesem Land. Und ihr bestimmt den kulturellen Kurs in dieser Gesellschaft und niemand anderes. Und ihr braucht keinen Respekt haben vor einem Buch, das für euch keinen Respekt hat. Die Juden kommen in diesem Buch verdammt schlecht weg. Die Christen kommen verdammt schlecht weg in diesem Buch. Die Nichtgläubigen kommen verdammt schlecht weg. Dieses Buch verschont niemanden. Ungläubige werden und dumm. Und das findest du sogar in Suren. Ich habe gestern gerade bei Moritz habe ich wieder so ein ganz tolles Ding gehabt. Das fand ich übrigens total interessant, weil da konnte ich wieder ein bisschen was dazulernen. Da wurden einzelne Suren geballert, Alter, mal ganz ehrlich. Und wenn man dann die ganzen Zusammenhänge sieht, wenn es da um die Freunde Israels geht, dann man sich mal wirklich die Mühe macht, ein Vers davor, zwei Verse danach mal zusammenliest und sich das eigentlich mal überlegt oder mal von sich überlegt, dass ein Allah sogar sagt, pass mal auf, mach's wie der Rabe, verscharr die Leiche einfach im Sand und dann bist du der Sünde freigesprochen, so ungefähr. Jetzt muss man sich mal überlegen. Und wenn all dieses da so passiert und diese Leute da auch sogar sagen, nach dem Buch heraus, nehmt euch die Christen, die Juden nicht als Freunde, auch noch nicht mal die Atheisten, nehmt sie euch nicht als Freunde. Was glaubt ihr, wenn das Buch am Maß der Dinge zu rechnen ist für sie, dass sie dann irgendwie, auch nur irgendwie, welches Interesse daran haben, mit uns Freund zu sein? Nein, das haben sie nicht. Das haben sie einfach nicht. Und das zeigen sie immer und immer wieder.
Das muss endlich gelernt werden. Laxe Muslime, nicht Devote, nicht gläubige Muslime, werden über diese Teile im Koran nicht viel Bescheid wissen. Aber die praktizierenden Muslime wissen ganz genau, wie sie euch zu sehen haben. Sie verabscheuen Ungläubige. Sie verabscheuen alles, wie ihr lebt. Alles. Dass ihr Hunde habt, dass ihr Sex machen könnt, mit wem ihr immer wollt, dass ihr Schweinefleisch esst, dass ihr euch in der Kneipe trefft und ein Bierchen trinkt, dass ihr Party macht und so weiter. Sie hassen eure Lebensart einfach über alles. Und deswegen tue ich die Dinge so drastisch, auf diese drastische Art und Weise. Hört auf mit den Höflichkeiten. Seid nicht so höflich gegenüber Muslime. Und ihr wisst, wenn ihr mit gläubigen Muslime redet, und ihr kommt auf so eine Plattform wie TikTok, wo der Rubel rollen kann, wo Geld rollen kann, wo es richtig die Kasse klingeln kann, dann könnt ihr eventuell eure Prinzipien verlieren. Und ihr müsst euch immer daran erinnern, warum bin ich heute auf TikTok? Will ich Kohle verdienen oder möchte ich einfach meinen Mund aufmachen für mein Vaterland, für mein Zuhause, für meine Kultur und für meine Lebensweise? Und dafür komme ich. Dafür komme ich hierher. Dafür bin ich ja da. Ich scheiße auf Geld. Ich scheiße auch auf Fame. Ich will Deutsche motivieren. Ich will ihnen zeigen, sie müssen vor gar nichts Angst haben. So sieht's aus. Und deswegen habe ich keine Hilfe. Ich bin hier, um den Leuten zu sagen, und wisst ihr was? Vor dieser drohenden Gefahr warnt uns da eine Partei, das ist die AfD. Und die sagt, wisst ihr was? Wir haben auch keinen Bock mehr darauf. Weil anscheinend ist das die einzige Partei, die sich damit auseinandersetzt. Wenn ich hier so eine komischen Leute sehe, wie Selo oder wie sie da heißen, und dann sich einen Satz nehmen von Björn Höcke, den sie noch nicht mal kapieren, weil sie kognitiv dazu anscheinend nicht in der Lage sind. Wobei man fairerweise sagen muss, die bayerische CDU hat das auch gemacht. Und dann zum Beispiel so einen Satz reinhauen wie, oder Björn Höcke diesen Satz geschmissen hat, Muslime sind so weit von Allah entfernt, wie man sich das gar nicht ausdenken kann, so in diesem ungefähren Sinnbild, dann ist das genau an dem. Und das ist auch ein ganz großes Problem, weil gerade die Unwissenden, die dann nachher aber dann trotzdem fromme Moslems sind, die werden, wenn es dann soweit ist und dieses Datum ist zu errechnen, das ist 2050, auch in Deutschland dann soweit, wenn das weiter so läuft, dann ist es an dem, dass sie dann die Scharia fordern müssen. Und dann werden auch die frommen Moslems natürlich mit Ja dafür stimmen. Außer Klardenkende, auch das muss man sagen, es gibt wirklich, und das habe ich kennengelernt, 2-3 Moslems, die sogar auf den Koran schwören, dass sie da niemals diesen Scheiß haben wollen. Das gibt es auch, natürlich. Man kann nicht alle über einen Kamm scheren, aber man darf deswegen nicht diesen Teil vergessen und das völlig ignorieren, die es halt da komplett anders sehen und die ihr eigenes Ziel danach, dem Koran 100% lebend, durchsetzen möchten. Das geht einfach nicht. Und das werde ich hier, solange ich hier Luft kriege und Blut durch meine Adern läuft, nicht zulassen. Kern? Ja, bitte. Kern, ich habe eine Frage. Wenn jetzt zum Beispiel, ich möchte nur wissen, wie du das siehst, also aus deiner persönlichen Sicht. Ja. Wenn du weißt ja, ich mag dich, ich sehe dich als Freund, wir kennen uns ja auch. Wenn ich jetzt in einem Stream, ist ja ganz egal wo, auch bei irgendwelchen Leuten, ist ja scheißegal. Und ich zum Beispiel weiß ja, wie ich Sachen sage, wie ich mich ausdrücke. Ne? Da sind wir auch unterschiedlich. Du machst das so wie du und ich mache das so wie ich. Genau. Wenn du jetzt zum Beispiel dann irgendetwas sagst, was ich so nicht sagen würde, wo ich sage, ey, das würde ich so nicht sagen, ist es dann, distanziere ich mich in dem Moment, wenn ich sage, ich würde das nicht so sagen oder ich würde das nicht machen? Naja, du wenn du das Schwäche in den Augen. Ich würde ganz gern Kian dazu eigentlich hören, weil ich hatte ihn ja ganz kurz. Ja, wenn du es öffentlich sagst, dann verschaffst du den Eindruck, oder du vermittelst sozusagen eine ideologische Spaltung. Wenn du das privat sagst, okay, ich würde es nicht so sagen, ist das anders. Aber wenn du gegenüber Muslime sagst, so würde ich das nicht sagen, dann ist das eine Distanzierung, ganz eindeutig. Wenn du das unter uns sagst, unter Islamkritiker sagst, oder die sich wehren gegen die islamische Invasion, dann ist das was anderes. Dann sagen wir, ja, es ist eine unterschiedliche Methode, müssen wir drüber reden. Aber wenn du dich vor Muslime davon distanzierst, dann haben sie irgendetwas gemacht, was in dir dieses Gefühl ausgelöst hat, du müsstest dich von mir distanzieren. Und vor dem Feind,
Ja, guck mal, Kian, dann nehme ich das, ich nehme das. Von meinen Weggefährten. Ja, Kian, guck mal, dann nehme ich das so an, wie du es gesagt hast. Tatsächlich sage ich dir das auch, du kennst mich, ich bin immer ehrlich zu dir. Dann habe ich das in dem Moment nicht so wahrgenommen, dass ich mich dann automatisch auch damit von dir distanziere. Tatsächlich nicht. Dann tut mir das leid. Das wollte ich dann nicht. Ich unterstelle niemanden hier irgendetwas. Ich finde, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir vor diesen Leuten nicht, wer sind diese Leute? Deren Eltern sind als Bettler nach Deutschland gekommen. Von irgendeinem arabischen Shithole sind sie gekommen und sind sie in dieses großartige, entwickelte Nation gekommen. Und ihre Söhne haben es bestenfalls geschafft, Autos zu verticken. Oder Shawarma-Läden aufzumachen oder einen Dönerladen, so wie in meinem Fall. Aber was ich damit sagen will, ist, ich möchte dir sagen, lass dich von diesen Menschen nicht einschüchtern. Erlaube ihnen nicht, einen Schritt zurückzumachen. Unsere Front bröckelt gegen diese Leute, wenn wir uns gegenseitig hier eine auf den Deckel hauen. Das ist wir sind eine ideologische Festung und wir distanzieren uns nicht von dritte Weltmenschen. Die kommen aus der dritten Welt. Du kommst aus der ersten Welt. Sei stolz darauf, dass du einer zivilisierten und kultivierten Nation angehörst und nicht dieser Batschisch-Betrügernation wie diese Libanesen zum Beispiel, ja, wo Korruption und Bestechung und Gewalt die das Leben bestimmt. Ja, sei froh, wo du stehst, sei stolz da, wo du stehst. Und alles ist gut. Ja, vor denen brauchen wir uns nicht, also müssen unsere Front nicht bröckeln. Ja, also, okay, dann ist das jetzt an dieser Stelle für mich, also was Kian angeht, geklärt. Ich habe ja auch vorhin gesagt, und das meine ich tatsächlich so, ich habe mich selbst tatsächlich in manchen Dingen nicht wiedererkannt, weil ich eigentlich immer sachlich war, dass ich auf einmal angefangen habe, Haupt zu beleidigen, Reut zu beleidigen, was ich aber dazu sagen muss. Ja, du warst aufgewühlt, Lüge. Ich war tatsächlich sehr verletzt. Du hast dich richtig einnehmen lassen von den Polizisten, dieser Barbaren. Aber das sind Barbaren. Ja, Fashion ist ein Barbar. Ich fand es aber auch. Sibo ist ein Wilder. Das sind Menschen aus wilden Nationen. Nimm doch diese nicht ernst, bitte. Kian, ich will das nur abschließen. Weil ich muss morgen früh tatsächlich sehr früh raus. Heute bin ich schon wieder fast auf der Arbeit eingeschlafen. Das war Katastrophe. Ja, das ist nicht gut. Nein, wie gesagt, um das abzuschließen. Ich fand es tatsächlich aber auch, man kann mir diese ganzen Sachen ankreiden. Ich habe es dir jetzt erklärt. Roy hat es ja mitgehört. Ich fand es natürlich auch nicht schön, Roy, wie du zwischenzeitlich geredet hast. Und was du gesagt hast, weißt du, wenn ich dich beleidigt habe, dann entschuldige ich mich dafür vor allen Leuten. Die können das alle hören. Persönliche Beleidigung, das bin ich eigentlich nicht ich. Aber diese Sachen, die du auch zwischenzeitlich gesagt hast. Oh, Löwenherz, das ist mir doch, Mann, Alter, hör doch mal auf immer mit diesen Befindlichkeiten, das ist mir doch egal. Guck, anstatt auf mich einzugehen, willst du dich wieder streiten? Nein, ich will mich gar nicht streiten, eher im Gegenteil, ich will nicht, dass du dir diese Blöße gibst. Mal ganz ehrlich, wenn du das gesagt hast, dann haben wir uns gebieft, dann steh zu deinem Wort. Ganz einfach. Ich sag zu dir ganz ehrlich, Löwenherz, in der Aktion, ob du das nun wahrhaben möchtest oder nicht, hast du dich loyal nicht verhalten. Da kann man auch ruhig mal sagen, meine Fresse, da warst du ein 31er. Ist einfach so. Du hast dann nicht ihn angeschissen in der Form, dass du irgendwas von ihm preisgegeben hast, sondern du hast ihn einfach angeschissen, dass du nicht als loyaler Kollege zu ihm gestanden hast. Du musst es mal so sehen, wenn zum Beispiel da jemand live von Kian nimmt und sagt, pass auf, der hat da gesagt, die sollen alle ins KZ, das Volksverhetzung und das gar nicht an dem ist, dann bin ich derjenige, der sagt, Moment mal, Alter, spiel mir den Scheiß doch mal ab. Wollen wir mal durchgehen, was er da wirklich gesagt hat? Dann spiel das ab. Und genau wenn er dann auf einmal rauskommt, dass komplett gelogen wurde, nichts an alledem dran ist und die zu blöde sind, das gesprochene Wort zu verstehen, dann bin ich derjenige und Kian ist für mich nur ein Bekannter.
jemanden, den ich schätze in seiner Aufklärungsarbeit. Und trotzdem stelle ich mich hinter ihn wie Löwe und sage, weißt du was, Alter, du kannst dir so Scheiße erzählen den lieben langen Tag. Wenn du das gesprochene Wort nicht kapierst, dann ist das dein Problem, nicht meins. Wenn du zu blöde dafür bist. Ich würde mich niemals, niemals, niemals auch nur einen Ansatz in die andere Richtung bewegen, um jemanden da gefallen zu wollen. Und wenn man dann das rechtfertigt, aber ich, dann ist das etwas, wo man vom Außen, dann sieht das Außen und auch ich habe das so gesehen, dann ist das so, dass man denkt, oh Gott, Alter, der leckt dem da die Kimme, Alter. Das kann doch nicht wahr sein, was macht der? Ruhig aber nicht. Ja, und genau das ist, was ich sagen will. Und dann muss man Manns genug sein und dahinter stehen und sagen, weißt du was, Roy, Alter, ich bin doch scheiße, da habe ich falsch reagiert. Das war eine scheiß Aktion, kommt nie wieder vor. Und das nächste Mal, wenn ich Fashion erwische, dann versohle ich in den Arsch dafür. Ja, guck mal, ich bin doch auch zu den Stream gekommen, ich bin auch bei Patrick gekommen, alles mögliche, ist doch auch überhaupt kein Problem. Guck mal, ich will diese Sache tatsächlich abschließen. Wirklich, ich bin von meiner Meinung nicht abgewichen. Ich habe einen Fehler gemacht, den sehe ich ein. Ich habe Leuten zu viel Plattform gegeben, aber ich war halt schon immer so, das möge man mir ankreiden, dass ich immer mit allen geredet habe, was aber in dieser Situation nicht richtig ist, das weiß ich jetzt. Okay, ich habe es verstanden. Aber ich war halt nun mal immer so und ich wollte halt einfach nur Frieden und fertig. Und das ist auch das Allerwichtigste. Wir sollten jetzt hier nicht, also ich will auch jetzt keine Massenprügelei auf Löwenherz und so weiter und so fort. Das alles ist total überflüssig. Die Leute da draußen, wir brauchen uns nicht wie diese Araber oder Muslime aufführen. Wir müssen uns genau gegenteilig aufführen. Wir müssen lernen, nicht in diesen Kategorien zu denken, ich mach den Typ fertig. Ich unterstütze komplett, was Roy gesagt hat. Ich habe Roy als loyaler empfunden als dich, Löwenherz, in dieser Sache, muss ich wirklich sagen. Roy und Hope haben wirklich, wirklich sich wacker da draußen geschlagen und haben meinen Namen verteidigt. Aber ich kann auch deine Situation verstehen, Löwenherz. Du warst völlig überfordert mit dieser orientalischen Aggression. Aber ich sage dir auch, ich komme aus diesem Kulturkreis. Für mich war das der Klang, den ich seit 35 Jahren höre. Also nichts Neues. Und Kian, Sie haben das Schlimmste. Die anderen auf den Markt geworfen haben. Und Kian, das Allerschlimmste ist, Sie haben es gut gemacht. Das eigentliche Ziel wurde erreicht. Sie haben es gut gemacht. Und das ist das Schlimme dabei. Das ist das Schlimmste. Und Löwenherz, manchmal muss man dann auch mal einen Fehler eingestehen können und sagen, weißt du was, Alter, drauf geschissen, vielleicht ist es dann an dem, dass ich da, hast du ja jetzt gemacht, ist ja erstmal lobenswert dafür, aber dann auch an der Stelle, wo man dann von jemandem den Ratschlag kriegt, Alter, hör auf mit den Befindlichkeiten, lass das raus. Und ganz ehrlich, Löwenherz, und das jetzt zwischen uns beiden Gebetsschwestern, wenn das zu Hause Stress mit deiner Frau gibt, wegen diesen Sachen, dann hat deine Frau an erster Stelle zu stehen. Und dann weißt du und hast du zu wissen, wie du dich zu entscheiden hast. Das ist einfach so. Ich würde niemals, wenn ich deswegen zu Hause Stress mit meiner Frau kriege, die weiß, wie ich bin, die kennt mich aber auch schon über 20 Jahre, dann ist es an dem, wenn meine Frau dann vor 20 Jahren gesagt hätte, ganz ehrlich, Roy, Alter, das ist nicht der Typ, den ich da mag. Du bringst mich hier in eine blöde Situation. Dann ist das etwas, wo ich dann auch hätte sagen müssen, weißt du was, Melle, dann lasse ich das an der Stelle auch. Das ist einfach so, weil da muss man Prioritäten setzen. Und das alles hier, das ist hier, auch was ich politisch mache. Alleine nur, dass ich sage, dass ich AfD-Mitglied bin. Weißt du, wie ich deswegen gefrontet werde? Alter, das kannst du dir nicht ausdenken. Aber ich stehe dazu gerade und ich habe das vorher mit meiner Frau abgeklärt und sie weiß, dass das alles kein Spiel ist. Aber ich habe ihr erklärt, wieso ich das mache. Ich mache das für unsere Kinder und auch für Deutschland und mir ist das verdammt wichtig. Und wenn ich dann jemanden wie dir da versuche, so ein bisschen Tipps zu geben, dann da und an der Stelle so ein bisschen helfe, aber dann, wenn ich dir einen Ratschlag gebe, da fühle ich mich ganz ehrlich von dir gefickt, Alter. Da fühle ich mich, als wenn ich von dir ein Messer im Rücken gekriegt habe. Ja, ich weiß, was du meinst. Roy, guck mal, jetzt aber auch nochmal. Guck mal, es hat mich tatsächlich auch ein bisschen verletzt, dass du
mir in der Hinsicht beispielsweise Illoyalität vorgeworfen hast, wo du mir das gezeigt hast, um das nur abzuschließen mit dem Bild, mit dem Jim, auch von Patrick. Du weißt ganz genau, dass ich in den Stream gegangen bin und gesagt habe, was ist das für eine asoziale Scheiße und dass ich in dem Moment nicht oben war und ich das absolut verachte, so etwas. Ich finde sowas absolut ekelhaft. Und dass du mir dann hättest mir wenigstens sagen können, ey, das hast du gut gemacht, weil das ist von mir ausgekommen. Roy, das weißt du auch und ich war nicht da oben. Das macht aber, Löwenherz, das ist ja das eine, aber das macht all das, was davor passiert ist. Was, ich war ja auch schon länger im Live, ich habe das auch davor gehört. Und auch da hast du ganz viele Sachen gesagt, die auch über, oder nicht gesagt, vielmehr sogar einiges, was da über Kian erzählt wurde. Und du hast das stehen gelassen. Du hast sogar auch da in diesem Live, das war im gleichen Live, da kann, hast du das gesagt, dass da zum Beispiel es an dem ist, dass du... Roy, Entschuldigung, eine Sekunde. Ich glaube, Mimoli, wer war das? Hope oder Mimoli? Hope. Okay, dann, weil wir jetzt lange auch mal keine andere Stimme gehört haben, außer nur unsere drei Stimmen. Okay, dann macht Hope. Ich wollte nur sagen, dass was der Roy gerade gesagt hat, kann ich bezeugen. Ich habe das auch gehört. Wollte ich jetzt nur dazu sagen, nicht, dass irgendwie jetzt kommt, der hätte sich sowas ausgedacht. Löwenherz, du bist ja auch da. Ich habe ja vorhin mit Kian kurz gesprochen, dann musste er weg. Du hast ja bei dem Bobby eine Aussage getroffen. Du bist ja hoch, hast gesagt, der Kian erlaubt, dass man mit ihm spricht und ihn hochholt. Und die, also wir reden ja von Fashion und diese Gummibärchenbande. Du hast ja gesagt, dass er gesagt hat, dass es okay ist. Kannst du mir das bitte erklären? Ja, ich weiß, du liebst sowas, du findest sowas geil, dann machen wir das jetzt. Wenn du, Nein, ich finde das nicht geil. Wir waren gerade dabei über was ganz anderes, aber du kommst, ist okay, dann machen wir das jetzt. Moment, Löwenherz. Hope, wir waren an einem Punkt angekommen, wo wir eigentlich im Kopf den Gedanke zu Ende gespielt haben, dass wir unsere Front nicht zerbröckeln wollen. Ich verstehe dich absolut, ich verstehe auch Roy. Und ich habe auch Löwenherz dafür kritisiert, dass er sich vor diesen Barbaren dort distanziert hat. Das war nicht notwendig. Es war nicht notwendig, sich zu distanzieren. Ja, wir sind alle eine Front, wir arbeiten alles. Du, Hope, als Jüdin, du weißt ganz genau, wie gefährdet du bist, wenn die Gruppe dieser Leute wächst und wächst und wächst. Roy auch als jemand, der seine Heimat liebt. Odin, die genau weiß, was passiert mit Frauen, wenn wir diese Barbaren weiter und weiter in unsere Gesellschaft pumpen. War oft auf der Straße, er kennt die Leute, er kennt das Klientel, er weiß auch, von was ich rede. Und so ist hat jeder von uns seine Erfahrung. Ich würde jetzt darum bitten, weil Löwenherz faktisch schon das bestätigt hat, dass wir uns irgendwie zusammenraufen könnten und wir könnten einfach das Kapitel jetzt schließen und einfach das beenden. Das wäre mir in meinem Interesse und in eurem Interesse auch am besten, weil natürlich, weil denk daran, die Typen sind hier und die hören zu. Der Fashion ist hier drinnen mit seinem Fake-Account und hört zu. Guck mal, Jan. Mir geht es ja nicht darum, ich will ja nicht mit ihm diskutieren. Hatte ich auch nicht vor. Aber wenn ich zu einer Person hochgehe in einem Stream und ihn drum bitte, dass er diese Person nicht mehr hochholt und dann kommt ein Löwenherz hoch, ja, um extra das zu sagen, ja, dass der Kian aber so und so gesagt hat, ja, dass er mir sozusagen in den Rücken fällt, ja, dann ist das ein Problem, weil warum... Es kann ja morgen wieder passieren. Gut, wir machen das jetzt. Okay, wir machen das. Wir machen jetzt den Content, den du liebst. Ich bin noch nicht fertig. Kann ich zu Ende sprechen? Dann sag, was du willst. Okay? Warte nicht, dass ich nicht antworte. Du kannst antworten. Natürlich kannst du antworten. Es geht mir einfach darum, ja, dass wenn ich mit einer Person spreche,
dass mir nicht, also er muss ja nicht meiner Meinung sein, der Löwenherz. Der kann, es ist mir egal, welche Meinung eigentlich der hat. Aber wenn ich versuche, ja, ein Problem zu lösen, und das ist ein Problem, wenn der Fashion oder irgendjemand von dieser Gummibärchenbande Plattform bekommt, es zu lösen, und dann kommt einer und versucht es zu sprengen, ja, und das ist leider so gewesen, dann weiß ich nicht, ob das morgen wieder passiert, ja. Weil er sieht ja das nicht ein. Er hat es auch dort nicht nach 2 Stunden eingesehen. Er unterstützt die ganze Zeit diese Leute, ja, mit Coins, die gegen mich zum Beispiel sind oder gegen Roy. Ich verstehe das nicht. Hm, ja, also wie muss dazu was sagen, ich Leute, kann das so nicht gegen Roy sind und gegen Hope mit Coins. Machst du sowas? Roy, ich habe Patrick unterstützt, weil er gegen Hope geschossen hat. Löwenherz, jetzt würde ich ganz vorsichtig sein. Wenn du jetzt anfängst zu lügen, dann nehme ich nicht habe mehr. Patrick, das war ja bei Moritz im Stream, da ist einer hochgekommen. Bitte, Roy, erklär das bitte, bevor ich lüge oder nicht, irgendwas nicht, behaupte. Nein, nicht nur da, auch auf anderen. Und ich, ganz ehrlich, und Löwenherz, ich habe davon sogar einen Screenshot gemacht. Ja, das ist kein Scheiß. Ja, aber ey, du lässt mich ja gar nicht reden. Ihr redet ganz der ganze Tag. Deswegen sage ich ja zu dir, bitte nicht lügen. Einer oben, was hat er gesagt? Ja, okay, hier merkst du, sie redet ununterbrochen, lässt mich nicht antworten. Löwenherz, du hast auch Fashion gespendet, unterstützt. Ja, er spendet sogar Fashion, sogar ihm. Jetzt und da habe ich dann, und das war auch in diesem Live, wo dann am Ende dieses Bild von Lalushi gezeigt wurde, was Fashion Lalushi noch rübergeschickt hat, weil die privat in Kontakt stehen. Moment, und davon habe ich einen Screenshot gemacht. Eine 10er Rose hast du ihm geschenkt. Moment, Löwenherz, jetzt ernsthaft, du hast Fashion Geld gegeben? Also du hast ihm was ein Geschenk gemacht? Für was denn? Habe ich jetzt endlich Antworten. Ja, ganz besonders auch auf die Löwen. Ja, mache ich. Ich will kein Gericht hier. Ich will nicht. Nein, Kian, ich lüge nicht. Kian, ich sag dir jetzt warum. Kian, hör mir jetzt bitte zu. Und ich weiß, dass das Hope das jetzt geil findet, was jetzt passiert, und das ist auch in Ordnung. So, ihr feiert das, weil das ist halt auch so, das ist der Content. Man braucht diese Fitner. Aber ist ja auch okay, wir machen das. Warum sind Fitner nicht? Löwenherz, wenn ich Fitner machen will, dann mache ich einen Stream auf und rede mit dir oder über dich den ganzen Tag, mache ich nicht. Es geht einfach darum, weil okay, du dich darauf ein. Also, du mich nicht also, ein, ich habe, ich mische mich ein. So, also ich habe, wir fangen von vorne an, aber ich mache am besten das mit Fashion, mache ich zuerst. Ich habe Fashion gespendet, weil Fashion geredet hat, ich glaub, weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Roy, bitte hilf mir auf die Sprünge, was wurde gezeigt, dass ich Fashion, damit ich da besser drauf eingehen kann, weil ich weiß nicht mehr genau. Rosen, die du ihm geschickt hast. Ja, Rosen, aber warum, was wurde da gesagt? Du hast den schon so oft gespendet, dass ich noch nicht mal weiß, was genau gesagt worden ist. Es geht darum, also, du spendest also jemanden, es wurde, der Leute es wurde, liegt, es wurde, der jemand, der Fashion hat, mit dem ohne zu tun, was hier ohne zu Hause passiert ist. Punkt. Ja. Da brauchst du keine Erklärung zu geben. Ohne er hat mit dem, ja, was hier zu Hause passiert Gott. Ist, was zu tun. Ja, wie soll ich und so antworten? Du spendest ihm noch immer Coins. Geht du gibst nicht. Ihm eine Bühne. Wie soll ich so antworten, Kian? Ich kann so nicht antworten. Die redet und redet. Okay. Schau mal, ich schau mal, Löwenherz. Du weißt, wir haben uns ein paar Mal im echten Leben getroffen. Und wir haben auch da draußen gestanden. Unter welchen Umständen könnte man einem Typen wie Fashion irgendein Geschenk machen? Also was muss sich im Kopf abspielen, dass man diesem Typ ein Geschenk macht, Löwenherz? Sag ich wirklich. Dir. Das macht keinen Sinn, Löwenherz. Es ging nicht, egal, es was ging, du sagen würdest, das würde keinen Sinn machen, weil du weißt doch, wann war denn diese Spende, Löwenherz? Wann hast du diese Spende gemacht? Vor ein paar Tagen. Vorgestern. Vor ein paar Tagen. Also nach dem Ereignis, nachdem du wusstest, dass Fashion sozusagen jemanden beauftragt hat, an meine Tür zu klopfen. Genau. Nicht einmal, nicht zweimal, sondern... Meine Fresse. Ich rede doch mit Kian. Sei doch mal ruhig jetzt. Ich sag nur, was passiert ist. Das macht keinen Sinn, Löwenherz. Wirklich. Das ich sag dir doch jetzt. Ich sage... Aber man, ich darf ja gar nicht antworten. Ich komme ja gar nicht zu Wort. Keiner sagt mir jetzt was. Bitte, keiner sagt mir was. So, ich habe das gemacht, ich leugne das überhaupt nicht, ich sage jetzt aber warum, nicht, weil ich ihn in dem Moment in der Sache unterstütze, dass er bei dir vor der Tür war, sondern weil er geredet hat, beispielsweise, wenn er geredet hat gegen Hope, mit der ich mich gestritten habe, die mich im Stream auch fertig macht, Roy, der mich im Stream fertig macht, da habe ich gespendet in dem Moment, wo er gegen diese Leute geredet hat, weil ich sauer war, enttäuscht war auch, das mich verletzt hat
und es gar nichts damit zu tun hatte mit der Sache mit dir oder irgendwas, sondern er hat in dem Moment das ausgesprochen, was ich gedacht habe, und da war es scheißegal, wer das macht. Ich war gar nicht in dem Stream. Ich bin gar nicht mit warte mal ganz kurz. Warte mal bitte ganz kurz. Und wenn ich eins nicht mag, dann sind es Lügen. Damit habe ich jeden Tag zu tun. Dieses, was ich da, und ich kann es auch zeigen, ist gar kein Problem. Ich habe einen Screenshot davon gemacht, weil ich es nicht glauben konnte. Zeig es bitte. Und höre zu. Und es war an dem Tag, wo du bei Lalusche im Live drin warst, das ist 2-3 Tage her, wo es da in dem Gespräch, wo ich dann danach zu Kian direkt gleich danach gegangen bin und ihm das gesagt habe. Nicht das mit dem Geschenk, das wollte ich gar nicht jetzt so favorisieren, weil da war ich schon sauer genug auf dich und ich möchte über sowas eigentlich gar nicht mehr reden. Aber wenn du dich da verteidigst, dann bleib bei der Wahrheit. Es ist an dem, dass es da in dem Gespräch darum ging, dass man dich davon bewegen wollte, dass du dich von Kian distanzierst und du in dieser Unterhaltung gesagt hast, dass einige Aussagen von Kian du auch als widerlich empfindest, aber du ihn ja trotzdem als Mensch magst. So, und dann hat angefangen, Fashion daraufhin weiterzureden und zu machen, hat irgendwas gesagt und auf einmal fängst du ihm an, Geschenke zu schicken. Und ein Geschenk von der 10er Rose habe ich gescreenshottet. Und ich habe sogar noch das Bild danach, damit ich auch zeigen kann, dass es in dem Live war. Weil im Nachgang ist es dann nämlich da passiert, dass da dieses mit Patrick passiert ist, dass man sein Gym gepostet hat. Weil man ja Patrick auf einmal auch auf dem Zettel hat. Und das ist genau an dem Tage passiert. Und das ist schon da ein paar Tage nachdem das mit Kian passiert gewesen ist. Also, und wir uns auch schon in den Flicken hatten. Auch das kam noch mit dazu. Also wenn, dann bleib bei der Wahrheit. Ich weiß nicht, welche Intention du hattest. Und nach dieser hat sich da eben Kian gefragt, warum du das gemacht hast. Weil ich kann dir tatsächlich, ich war ja, du hast es ja mitbekommen, ich war ja öfters, auch nach der Sache mit Kian, habe ich immer gesagt, war ich mit denen live und habe probiert, vernünftig zu reden, diskutieren. Hat nicht immer ganz geklappt, aber es sollte nicht der Eindruck erweckt werden, dass ich irgendwie deren Freund bin, bin ich nicht. Und das kann ich auch sagen, so, ich habe gespendet und es ist tatsächlich, so habe ich aber auch schon an Lachs und an alle aus der Bubble, wenn die beispielsweise in dem Moment geredet haben gegen dich, wo du mich in dem Stream fertig gemacht hast. So, danach waren wir in einem Stream, haben darüber geredet, ey, was hat der Roy da zu dir gesagt? Dann habe ich den gespendet, einfach nur, weil die in dem Moment mich da unterstützt haben. Deswegen frage ich dich, Roy, und ich meine das wirklich Situation, Löwenherz. Warte kurz. Roy, bitte sag mir, wenn ich, als ich Fashion da gespendet habe, was, ich weiß wirklich nicht mehr, was er da gesagt hat in dem Moment, was ich da in dem Moment unterstützt habe. Du willst das gar nicht verstehen, ne? Und wenn er gesagt hat. Ja, ich will es wissen. Ich will es wissen, mal. Weil ich habe es gemacht, aber ich will es wissen. Wenn weil ich nicht mehr weiß. Weißt du was? Das ist das, was du nicht verstehen willst. Und das ist eigentlich traurig genug. Es ist egal, was er gesagt hat. Es ist egal. Egal, was er gemacht hat. Es ist egal. Und wenn er gesagt hätte, das Schönste, was du je hören könntest. Egal. Das ist scheißegal. Du hast jemanden ein Geschenk gemacht, der sich gegen deinen, so wie du es betitelst, Freund stellst. Jetzt mal ohne Scheiß. Das ist wie eine Belohnung für etwas. Mal jetzt ohne Mist. Wieso muss man sowas erklären? Nicht nur, dass er ein Fashion spendet. Ja, gestern, Roy, hast du ja auch gesehen, hat er jemanden gespendet, nur weil er gegen mich, ja, war. Ein Moslem, glaube ich, war das, der oben war und nur Scheiße gelabert hat. Hast du gespendet und das machst du. Was bringt es dir? Ich will dich verstehen, Löwenherz. Was bringt es dir? Weil du ekelhaft mir gegenüber warst und ich das unterstützt habe, mir das scheißegal, wer das in dem Moment gemacht hätte. Privat, immer. Ekelhaft. Nein, nicht privat, auch öffentlich. Das machst du die ganze Zeit immer. Dass ich zu dir sage, dass meiner Meinung nach, dass du deren Arsch leckst, das ist für dich ekelhaft, das ist doch die Wahrheit. Was bringt es, das jetzt im öffentlichen Raum auszutragen? Das sind eigentlich Diskussionen, die sollte man im Privatraum klären. Moritz, ich habe es ja privat geklärt. Ich habe ja privat zu Löwenherz gesagt, ich distanziere mich, ja. Er hat es aber weiterhin gemacht. Du bist ja gestern hast weiter provoziert.
provozierst. Ich habe dich hier auch gefragt, hast du ein Problem? Willst du mir was sagen? Du hast Nein gesagt, okay? Aber warte mal, ich möchte mal auf Moritz Frage, warte mal, Hope, warte mal ganz kurz, ich möchte mal auf Moritz Frage da eben eingehen. Moritz, weißt du, was das Schlimme ist? Ich gebe dir zu 100% recht. Und das ist das eigentlich Schlimme dabei, was viele nicht verstehen. Durch diese Handlungen, wie zum Beispiel Geschenke schenken, Leute nicht da zu verteidigen, sich nicht hinter sie zu stellen, kontraproduktiv zu agieren. In dem Moment hat man es in die Öffentlichkeit getragen. Unbewusst oder bewusst, das ist dann dabei zu klären, das ist dabei rotzegal, aber am Ende eigentlich schon, weil es passiert ist. Und wenn sich dann da die Gegenseite sieht, oh, guck mal hier, jemand wie Löwenherz stellt sich nicht hinter Kian und beschenkt sogar denjenigen, der Kian da offen angreift mit seinen Äußerungen und indirekt, das wissen wir nicht, vielleicht sogar mit seinen Taten, dann ist das ein arges Problem und da wurde es in die Öffentlichkeit getragen. Und so doof sich das anhört. Da stimme ich dir auch zu, aber das ist nicht loyal. Das ist einfach nicht loyal. Ich will das damit gar nicht rechtfertigen, überhaupt nicht. Ich möchte damit nur sagen, was bringt es uns jetzt, wenn wir das so öffentlich austragen? Wir es ist schon drinne, Moritz. Damit eigentlich sagen will, es ist nicht zu rechtfertigen, nein. Aber wie gesagt, was bringt das jetzt, wenn wir ihn jetzt öffentlich anfangen? Weil es dann weitergeht, ihn, Moritz. Schau mal, ich kenne ihn persönlich und ich weiß ganz genau, er würde nichts bewusst tun, was dieser Bewegung oder der Sache schadet. So. Und das ist die Sache. Dann wird er das wahrscheinlich aus der Emotion rausgemacht haben. Nochmal, es ist nicht zu rechtfertigen. Ja, aber Moritz, es geht ja weiter. Und wenn wir nicht darüber reden, dann wird es morgen weitergehen. Verstehst du? Du warst nicht gerade, warst du dabei, was bei Bobby abgelaufen ist? Warst du dabei? Können wir doch in einer Gruppe untereinander reden? Wie soll erstmal, der Löwenherz hat mich blockiert. Okay? Erstens. Dann hat er das weitergemacht, gestern im Stream. Heute hat er sich eingemischt. Ja, der hat gar nichts damit zu tun. Ich habe noch nicht mal seinen Namen erwähnt. Ja, kommt er in einen Stream von Bobby und erzählt da irgendeinen Müll, was der Kian angeblich gesagt hat. Ich habe Kian gefragt, der hat was anderes gesagt. Ich habe aufgepasst, wo der Kian geredet hat. Ja, und stellt sich gegen mich in einem Stream, wo ich einen Menschen wie ein Bobby erklären möchte, ja, dass man Fashion nicht hochholt, dass man ihm keine Bühne gibt. Das weiß ich ja, du musst nur bedenken. Wie gesagt, so, ich habe eine Verstoßwarnung, super. Okay, das ist keine Rechtfertigung, aber, und das hat Löwenherz ja jetzt hoffentlich verstanden, es gibt keinerlei Gebietsgewinne. Man hört dich sehr schlecht, Moritz. Oh, Moritz, du hast schon... Sorry, besser? Problem. Ist jetzt besser? Ja, jetzt besser. So, ja. Folgendes, es gibt keine Gebietsgewinne und da haben wir auch schon drüber gesprochen, Löwenherz, in deren Chats zu machen. So, es bringt absolut gar nichts, mit denen darüber zu diskutieren. Denen geht es nicht um die Wahrheit, denen geht es ums Gewinnen. So, und deswegen bringt es auch nichts, da reinzugehen. Aber... deswegen, wir sollten denen, und das ist eben der Punkt, keine Munition geben. Und je mehr Munition wir denen geben, desto mehr werden die versuchen, in unsere Wand, die wir eigentlich sind und die wir als Bewegung sind, Löcher reinzumachen. Und wir dürfen denen diese Munition nicht geben. Ich weiß, dass diese Munition da ist, aber wir müssen jetzt schauen, dass wir das Loch intern klären und dass wir das intern vielleicht in Gruppen machen, aber doch nicht hier auf TikTok. Aber Moritz, das haben wir doch versucht. Also, Entschuldigung, Freunde, Entschuldigung. Ich stimme in diesem Fall auch wirklich Moritz zu. Ich wäre lieber dafür, dass wir, weiß ich nicht, auf Telegram eine Zehnergruppe machen und das dort aus diskutieren, als dass wir diesen Typen da draußen, die unter anderem auch für diese Verwirrung gesorgt haben, sich jetzt die Hände reiben. Ja, ich sehe ein, dass Löwenherz viele logische und emotionale Fehler gemacht hat. Ich meine, Löwenherz, mal ernsthaft, wenn jemand vor deiner Tür steht, so wie ich fest behaupte, dass Fashion dafür verantwortlich war, dass jemand an meine Tür gekommen ist, dann setze ich mich nicht mit den Leuten hin und diskutiere mit den Leuten, so als wären sie ganz normale Diskussionspartner. Ich würde sie dann als Verbrecher ansehen, ja, als Straftäter, im besten Fall als islamische Extremisten. Und ich würde auch kein Geld ihm geben, egal aus welcher Prämisse heraus du diesen Wunsch verspürst hast, ihm Geld zu geben. Aber vergesse nicht, er hat die Kampagne gegen mich gestartet.
Ich habe nicht mal scharf zurückgeschossen, obwohl ich weiß, wo seine Firma ist. Ich kenne seinen richtigen Namen, ich habe seine E-Mail-Adresse, ich habe viele, seine Wohnanschrift, ich habe alles von ihm. Aber habt ihr mich gesehen, dass ich mich hingesetzt habe und ihm exposed habe mit alten Bildern, wo er im Fußballtrikot steht, was ich auch habe, einige andere Bilder von ihm auch, Bilder habe aus seiner Zeit, wo er im Rotlichtmilieu in Berlin gearbeitet hat als Türsteher und so weiter und so fort? Nein, habe ich nicht gemacht. Ich habe das alles nicht gemacht. Warum nicht? Weil ich es für eine unheimliche Verschwendung meiner Energie betrachtet habe, das zu machen. Ich lasse lieber die Justiz arbeiten, als dass ich mich hier hinsetze und mich mit Primitiven aus der dritten Welt schlage. Aber ihm Geld zu schicken, egal wie, warum, weil irgendeiner war hier, hat hier irgendetwas zu dir gesagt, das finde ich, das halte ich für moralisch sehr schwach. Und deswegen sage ich einfach so von der Sache her, wenn wir weiter darüber reden wollen, ich halte das für besser, wenn wir eine Telegram-Gruppe aufmachen, dann können wir uns richtig fetzen, können wir uns richtig gegenseitig hier virtuell die Nase einschlagen, aber danach ist es dann auch gut. Aber wenn wir jetzt hier sind und es öffentlich diskutieren, warum sollen wir den Feind mithören lassen? Warum? Müssen wir nicht, Kian, du hast da vollkommen recht und ich glaube nicht, dass wir eine Gruppe brauchen, um uns irgendwie anzuschreien oder so. Ich glaube, wir müssen einfach nur zu einem Punkt kommen, dass hier einige verstehen, dass wir so Leute nicht unterstützen. Mehr will ich ja auch gar nicht. Ich will nicht darüber diskutieren. Ich habe schon genug heute darüber diskutiert, ja. Ich will einfach nur, dass hier gewisse Menschen es verstehen, dass diese Leute keine Bühne bekommen. Dass man mit diesen Leuten nicht reden sollte und auch nicht sich rechtfertigen muss, ja. Ich verstehe nicht, warum Leute sich bei denen irgendwie rechtfertigen muss oder irgendwie sagen müssen, dass sie sich von irgendetwas distanzieren. Wer sind diese Leute? Wer sind diese Muslime, genau, dass wir unsere Zeit vergolden und bei denen ich verstehe das nicht. Es geht nicht in meinen Kopf rein. Es geht einfach nicht rein. Ja, darf ich was dazu sagen? Ja, gerne. Das war tatsächlich, und das ist auch so, kann das auch öffentlich sagen, das war auch immer mein Problem. Ich bin nämlich so ein Mensch, der mich kennt. Moritz kennt mich ja, du kennst mich auch ein bisschen. Dass ich möchte immer Frieden. Und das ist das Problem. Ich habe, das muss ich mir selber eingestehen, ich bin zu viel auf alle probiert einzugehen, auch die Leute, die dir geschadet haben, einzugehen, um probiert irgendwie einen Konsens zu finden, obwohl das tatsächlich oft gar nicht möglich ist. Und das ist wirklich mein Problem, was ich mir auch selber eingestehen muss, dass ich probiere einfach, ich will es allen recht machen, es wird aber nie funktionieren. Und das aber ist halt ganz kurz, Kian, wir hatten so viele Streams, wo wir darüber gesprochen haben, dass wir nicht mit Terroristen wie die Hamas Frieden haben können in Israel. Genau, ja? Genau. Und dann gehst du in solchen Streams, die genauso Terroristen sind. Für mich ist ein Fashion ein Mini-Terrorist. Wie will man denn bitte mit so einer Person oder mit dieser Gummibärchenbande Frieden schließen? Es funktioniert nicht. Da versucht man sowas gar nicht, okay? Wenn man diesen Hey, moin hat, Patrick, Alter. Grüß dich. Ich verstehe nicht, wie man so einen Gedanken überhaupt haben kann, dass man so mit einem Mini-Terrorist überhaupt redet. Ich würde mich nicht mit ihm auf einem Tisch hinsetzen und mit ihm überhaupt reden. Es gibt da nichts zu reden. Er ist ein Terrorist. Punkt. Mini. Mini, ja. Mini. Mini. Memoli, willst du auch mal was dazu sagen? Ehrlich gesagt, habe ich nicht mehr viel zu sagen. Wir hatten da ja im Voraus schon drüber gesprochen. Löwenherz, was mich einfach interessiert, mit welcher Intention hast du das Ganze angefangen? Weil ehrlich gesagt, ich bin in diese Lives gekommen. Ne? Ich habe auch durch dich tatsächlich erst den Roy und auch die Hope kennengelernt, also in den Lives. Aber von dir habe ich nie wirklich so eine starke Meinung wahrgenommen, so wie es eben der Roy hat oder die Hope. Und ich frage mich einfach, was ist deine Intention? Ich habe schon verstanden, du willst da so ein bisschen spielerisch diskutieren mit der Gegenseite, aber das Ding ist einfach, das Thema ist einfach viel zu ernst, um darüber spielerisch zu diskutieren. Also wegen dem Islam sterben auch heutzutage noch Leute, ja, auch wenn es in Deutschland vielleicht momentan nicht passiert. Und es interessiert mich einfach, weil da hast du dich leider noch nicht wirklich erklärt. Was ist deine Intention? Ganz sachlich gefragt, was ist deine Intention? Meine Intention ist Frieden für alle und ein gutes Miteinander.
Ich glaube, sie meint es in TikTok. Oh, Moment. Löwenherz wollte jetzt, Sekunde, Löwenherz wollte jetzt was sagen und ich bitte nicht durcheinander zu reden. Danke. Also, und ist tatsächlich am Anfang ein bisschen sehr konfrontativ war sie. Und ich habe davon Abstand genommen, weil es mir sehr viel Kopfschmerzen bereitet hat, weil es auch sehr anstrengend war für mich. Und jetzt bin ich halt auf einem Weg, dass ich möchte, dass es weniger konfrontativ ist, sondern mehr miteinander. Aber ich merke, dass es halt einfach anscheinend nicht funktioniert, dass dieser Weg, den ich eingeschlagen habe, oder mehr ein mit allen reden, dass es einfach anscheinend nicht der richtige Weg ist. Wir haben tatsächlich, Löwenherz, noch ein ganz anderes Problem, weil dieses Doxing, ja, wofür es ja mittlerweile sogar ein Wort gibt, einfach überhand nimmt. Die holen alles in die Realität und solche Leute müssen konsequent aus den Lives rausgehalten werden. Richtig. Jeder, der in irgendeiner Weise versucht, eine Privatperson anzugreifen und deren Umfeld, der hat auf TikTok nichts verloren, der hat auch TikTok an sich nicht verstanden, meiner Meinung nach so. Ja. Und Kieran, ganz kurz, Kieran, eine Sache, du hattest nämlich vorhin was angesprochen mit diesem Faschon. ja, und zwar, da ich ja vorhin auch, also ich wurde ja auch da gedoxt sozusagen. Und diese Informationen, die du da vorhin angesprochen hast, die könntest du mir vielleicht über Reu-Umwege oder so mal zukommen lassen. Wäre für mich natürlich auch eine Art Absicherung. Das ist alles, was ich habe. Jeder, der von Fashion in die Mangel genommen wird, der soll die Daten bekommen und mach damit, was du denkst im juristischen Sinne, was wichtig ist. Für mich ist das nur eine Art Rückversicherung. Also ich habe nicht vor, irgendwas damit zu tun. Es ist einfach nur, weißt du, ich schlafe dann besser. Kein Problem. Wenn du Social Media, wenn du Social Media hast wie Twitter, Facebook oder so etwas, dann kontaktiere mich mal. Überall steht mein Name, Kieran Kermanschai. Melde dich und ich gebe dir dann die Daten, die du brauchst. Ich habe jede Menge von ihm zusammengetragen. Der ist so gläsern, der denkt, dass er nur meine Daten gefunden hat, 17 Jahre alte Bilder. Aber ich habe auch alles von ihm. Also sehr wie schön. Gesagt, Kieran, vielen Dank. Ich habe tatsächlich das war auch auf Patrick bezogen in dem Stream. Das tut mir wirklich leid, das mit dem Bild, dass sowas ist absolut asozial, habe ich auch gesagt. Ich bin danach nochmal hoch. Ich war in dem Stream nicht drin. Vorher kann man mir vorwerfen, dass ich mich nicht zu sehr positioniert habe. Aber wenn man das sagt, und das meine ich auch wirklich so, dann muss ich, egal in welchem Live ich bin, dann muss man sich ständig irgendwie, und das ist einfach, es raubt zu viel Kraft. Manchmal möchte ich mich auch einfach nicht einmischen. Aber das mit den privaten Sachen sind einfach ekelhaft und das geht nicht und da hast du vollkommen recht. Und deswegen ist es auch an mir, dass ich selber einfach probiere, viel, viel weniger TikTok zu machen, weil dieses TikTok mich komplett geistig behindert macht, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Das, ja, und ich habe auch gemerkt, du warst damit überfordert, du wusstest nicht, wie dich richtig einzuordnen, und ich habe auch gemerkt, du hast ein bisschen Angst bekommen, weil plötzlich diese ganze TikTok... Am Ende. Die ganze TikTok-Spielerei. Ich habe mich gefickt von vorne bis hinten. Kannst du mir mal bitte erklären, warum du ein Bild von dir gezeigt hast? Weil was? Ja, jetzt sag ich dir das. Weil dann behauptet wurde, guck mal, ich lasse mich sehr leicht triggern. Sehr, sehr leicht. Ich gehe auch auf alles ein. Das ist auch mein Problem. Das ist der größte Fehler, den du machen konntest. So, aber Löwenherz, wo du das gemacht hast, hast du nicht daran gedacht, ja, dass du zu Hause eine Familie hast, ja, dass was passieren kann dadurch? Ich darf dir doch antworten. Du hast mich doch gefragt. Ich will dir doch antworten. Ich habe das Bild gezeigt, ganz einfach aus dem Grund. Weil ich es hasse, erstens mir vorzuwerfen, ich wäre ein Feigling oder hätte vor irgendjemand Angst. Habe ich nicht. Deswegen habe ich es aus einer Kurzschlussreaktion gesagt, hier, ich habe keine Angst, guck, wie ich aussehe. So, das war das Erste. Und natürlich in dem Moment nicht nachgedacht. Aber in den letzten Tagen ist so viel auf meinen Kopf, von allen Seiten. Man macht jetzt auch das mit den Rosen, mit den Spenden und alles Mögliche. Ja, ich spende quasi jedem, der irgendwie in dem Moment für die Sache spricht, wenn jemand gegen mich gesprochen hat. Das ist auch alles falsch. Absolut behindert. Deswegen sage ich mache hier nur noch Fehler. Ich bin auf dieser App und nur noch läuft alles falsch. Egal, was ich mache, für welche Seite. Deswegen ich werde komplett gebumst.
Ja, deswegen. Ja, dann darfst du auf dieser App nicht sein, wenn dich jemand triggert, so ein Fashion, ja, so ein Mini-Terrorist, so ein Abschaum, wenn er dich triggert, dass du ein Bild von dir zeigst, ja, scheiß mal auf die Rosen und deine ganzen Aussagen, dass du da, was du da gemacht hast. Wenn du ein Bild zeigst und deine Familie, ja, deine, du bist nicht Single, okay? Du hast eine Familie zu Hause, ja, die du in Gefahr damit gebracht hast, ja? Du hast deine Familie in diesem Moment in Gefahr gebracht, okay? Und das verstehe ich sowieso nicht. Okay, warte mal, Löwenherz, mach's doch einfach so, sieh das Ganze ein bisschen, okay, jetzt bist du unten, aber ich weiß, du hörst zu, sieh das Ganze einfach wie ein Schachspiel. Jeder Zug, den man macht, muss man sich überlegen und wir müssen eine möglichst starke Defensive haben. Jedes Risiko, was dazu führen kann, dass die Verteidigung bricht, muss man einfach vermeiden. Und einfach, dass man sagt, hier, man muss, darf nicht emotional oder impulsiv in der Hinsicht handeln, sondern man muss sich das sehr genau überdenken. Weil die andere Seite, da kannst du von ausgehen, denkt manipulativ, auf jeden Fall. Denen geht es natürlich, der hat einen gefunden und nicht um die Wahrheit. Und wie gesagt, einfach, dass du dass es einfach wie ein Schachspiel siehst und einfach denkst, okay, das ist jetzt kein kluger Zug, das lässt man jetzt erstmal und so. Und dann hat sich die ganze Sache. Wir müssen das jetzt ja auch nicht größer machen, als es ist. Wir können warte mal ganz kurz, dann klärt das doch einfach in der Gruppe, dann kommt zu einem Ergebnis und das Ergebnis wird dann ganz einfach. Ja, ich will nur ganz kurz sagen, Kian, ich habe tatsächlich, ich will diesen Kampf auch nicht. Ich habe tatsächlich, auch wenn man das überhaupt nicht durchblicken kann, ich habe tatsächlich nach diesen Sachen, als das mit dir passiert ist, sage ich dir ganz ehrlich, da hatte ich in dem Moment tatsächlich Angst, dass das mit meiner Familie auch passiert. Ich habe dadurch Entscheidungen getroffen, die absolut falsch waren. Das Problem ist, ich habe viele falsche Entscheidungen getroffen, viele falsche Sachen hier gemacht. In beider Hinsicht, also bei allen Leuten falsche Sachen gemacht. Das Problem ist, ich war, da sage ich dir auch so offen, wie es ist, vollkommen überfordert, emotional vollkommen überfordert und habe viele Sachen, dann, wenn ich dann angegriffen werde, beispielsweise von Roy oder so, was noch nicht mal ein Angriff ist, aber ich in dem Moment so emotional bin, dass ich das so sehe, oder von Patrick oder irgendwas, dann, wenn jemand dann gegen Patrick beispielsweise redet, würde ich dem was spenden, einfach weil ich denke, oh, da ist jemand, der unterstützt mich. Ich bin komplett... deswegen sage ich, Entschuldigung, Hope, aber ich höre jetzt auch schon eine ganze Weile zu. Und was mich wirklich interessiert ist, was wirst du denn jetzt, also wir sind ja jetzt heute in dem Stream jetzt. Was wirst du denn im nächsten Stream mit Fashion erzählen? Was meinst du jetzt? Sag mal irgendwas, würde ich nicht machen. Ja, wenn du jetzt wieder mit denen im Live bist und die dann zu dir sagen, hier, wir haben zugehört, die haben dich wieder eingelullt, dies, das, was willst du denn antworten? Nee. Guck mal, ich sage ganz ehrlich, ich kann jetzt nicht ausschließen, dass ich in einem Jahr mit denen live gehe, aber ich habe jetzt keinen Bock mehr auf diese App. Warte mal, was hast du gerade gesagt? Habe ich gesagt, ich kann nicht. Ausschließen, dass du mit diesem Terroristen genau. in einem live bist. Meine Fresse. Ja, da muss ich ihr recht geben. Wenn ich sage, ich kann nicht ausschließen, dass ich vielleicht mit der Hamas kämpfe. Hope, wieso redest du dich eigentlich hier so auf? Wer hat denn hier vor wenigen Wochen noch beim Fashion in meinem Stream rumgehangen? Du bist eine Heuchlerin. Du warst nämlich diejenige, die mit dem geliebäugelt hat. Du bist diejenige, die Muslime als Modi bei sich hat. Und jetzt machst du hier einen auf Heuchlerin. Hör mal auf dem Löwen. Warte mal, Muslime als Modi? Auf ihm rum mit insane. Sag mal, was willst du jetzt gerade von mir? Du hackst dir die ganze auf dem Löwenherz rum, weil er mit dem Fashion was gemacht hat. Du warst doch bei ihm im Stream. Moment, stopp. Ganz kurz, transparent, Roy. Also ich habe jetzt beide kurz runtergenommen, wir können beide wieder hoch. Ich habe das nur einmal ganz kurz gemacht, weil ich will einmal kurz diese Ruhe. Ich gehe dann raus, dann können alle hoch und können alle alles machen. Guck mal, ich habe das jetzt gerade gesagt. Schmeißt du mich raus? Ja, bitte, ich schmeiß mich raus, bitte, Mann, weil hier kurz Ruhe sein muss. Das übernehme ich jetzt, bitte. Niemanden rausschmeißen, bitte. Ich will das Ding jetzt hier wirklich beenden. Also, und zwar deshalb, weil ich diesen Typen da, die jetzt sicherlich in unserem Stream sind, alle
hier sind und sich ein Aufgeilen an diesem Konflikt. Und ich wollte das von Anfang an nicht hier öffentlich ausdiskutieren. Ich wollte im Grunde genommen, für mich ist es einfach nur wichtig. Ich fange an und wer es nachsprechen möchte, kann es einfach sagen. Wir sagen einfach fuck fashion. Ja? Und wer wow. sagen könnte, nicht nur, sagen. Nein, nicht nur Fashion, sondern diese ganze Gummibärchenbande, die mit Gummibärchen-Muslimbande. Ja, FCK Buch, FCK ihr Prophet, FCK ihr Gott, alles und, das. Und Kian, ich gehe da aber noch ein Stück weiter. Warte, Roy, ich will noch was sagen zu dieser Gummibärchenbande, die gerade zuhören. Leute, ich werde weiterhin in jeden Stream reingehen, wo ich euch sehe und werde alles dafür machen, dass ihr dort keine Bühne bekommt. Ich werde mich mit jedem anlegen. Es ist mir scheißegal, ob er Jude ist oder keine Ahnung vom Mars kommt. Ich werde es weiterhin machen. Da werdet ihr einfach sehen, wie ihr da jedes Mal runterfliegt. Einer nach dem anderen. Pech gehabt. Stabil. Und ich muss euch at the time. Also, ich möchte noch schnell was abschließend dazu sagen, weil damit ich das Chaos jetzt ein bisschen unter Kontrolle bringe. Warte mal, Kian, warte mal bitte ganz kurz. Ich möchte das Thema auch gerne zum Abschluss bringen, weil es nervt jetzt langsam. Roy, warte mal. Ja? Wenn du jetzt wieder damit anfängst, dann kommt im Gegenteil. Ich möchte es zum Abschluss bringen, Kian. Ich versuche dich eigentlich gerade zu unterstützen. Dann ist das aber auch das Letzte. Der Punkt ist, wir haben da alle so unsere Problemchen. Wir haben alle, ich denke mal, irgendwo an irgendeiner Stelle was falsch gemacht. Ich habe, wenn ich dann speziell zu Löwenherz spreche, Löwenherz, hör dir das genau an jetzt. Du weißt genau, wie ich darüber denke. Ich überdenke diese Meinung auch nicht und ich messe dich, wenn dann, nicht an deinen Worten, weil davon habe ich schon ganz viele gehört. Ich messe dich, wenn dann, jetzt an deinen Taten. Und das ist der springende Punkt, den ich dann dazu abschließend vielleicht noch sagen möchte. Und ich denke, wir haben jetzt lang genug über diesen Zinnober geredet. Lang genug. Und vielleicht sollten wir da dann vielleicht zum eigentlichen Thema zurückfinden, worum es da geht, nämlich Aufklärung über den friedlichen Islam. Wichtig, Freunde, wichtig ist eine Sache. Ich möchte nicht... Ich möchte einfach nicht, dass diese Leute da draußen uns entzweien. Und ich kann euch nur, raten, setzt euch privat zusammen, unterhaltet euch neu, haut euch alles um den Kopf, was ihr euch um den Kopf hauen könnt, und dann beendet den ganzen Unsinn. Aber wenn ihr das hier öffentlich austragt, und ich finde, es ist viel zu viel gesagt, ich kann nur eine Botschafter sein. Die meisten, die hier drin sind, und ich glaube, die einzige, die noch irgendwie orientalische Wurzeln hat, ist die Mimoli. Der Rest ist es nicht gewohnt, dass Menschen aus einem fremden Kulturkreis auf diese Art und Weise aufführen. Deutsche doxen sich in der Regel nicht. Das macht höchstens die Antifa. Aber in der Regel zankt man sich und dann geht man auseinander und schließt das Kapitel. Aber wenn ihr in die Arena geht mit Orientalen, wenn ihr in die Arena geht mit Menschen aus dem Nahen Osten, wenn ihr in die Arena geht mit Menschen aus dem muslimischen Raum, dann, Leute, dann richtet euch darauf ein, dass sie nicht nur Fäkalsprache benutzen, dass sie nicht nur euch verbal töten und vergewaltigen wollen, sondern sie machen hier und dort auch tatsächlich ernst. Und das haben einige hier noch nicht zu spüren bekommen. Und die, die es zu spüren bekommen haben, wie Löwenherz, dass plötzlich auch jemand sagt, hey Löwenherz, du bist der Nächste. Das hat ihr Löwenherz in eine Angst versetzt und er hat da irrational gehandelt. Ganz normal. Aber das ist das, womit ich groß werde. Ich bin 35 Jahre in dieser Community groß geworden und vor allem, in den letzten 6 Jahren, seit ich den Islam verlassen habe, höre ich nur solche Versuche. Es war auch nicht der erste Besuch an meiner Tür. Mal abgesehen davon habe ich das in meinem Silvester-Stream auch thematisiert, dass so ein Dschihadi an meiner Tür nicht der erste Besuch war. Aber das Leben geht weiter, Freunde. Lernt einfach, wenn die Barbaren brüllen, schweigt der Weise nicht. Dann macht er seinen Mund auf. Und das ist die einzige Regel, die ich hier noch durchsetze. Kian, ich möchte jetzt auch jetzt raus, Roy und Patrick und Kian, ich gebe euch jetzt einfach verbal die Hand. Ihr könnt die wegschlagen oder annehmen. Ich bin jetzt auch raus bei der ganzen Sache.
Es ist einfach, mich also macht... Also für mich hat die Sache sich, ich gehe jetzt auch raus, für mich hat die Sache sich erledigt. Ich habe schon gesagt, was ich dazu gesagt habe. Ja, ich werde weiterhin das machen. Wer sich in den Weg stellt, hat es dann eben mit mir zu tun, gar kein Problem. Ich kriege das hin, wenn ich das mit Terroristen schaffe, dann auch mit anderen, ja, gar kein Problem. Ihr könnt weiter sympathisieren mit denen, ist mir egal. Ja, mehr muss ich nicht dazu sagen. Wichtig ist, also, dass ich ja noch gerade angesprochen wurde, Löwenherz, ich habe dich jetzt erstmal entblockiert. Ich guck mir das einfach an, wie du jetzt in den weiteren Lives mit irgendwelchen Muslimen, solltest du es denn machen, verfährst. Und damit hat sich das für mich eigentlich auch erstmal erledigt. Wichtig ist, Leute, wichtig ist, hört auf mit diesen Leuten zu reden, als wären es eure Freunde. Und Fashion ist tabu. Fashion ist tabu. Alle anderen, ihr müsst endlich Muslime als das behandeln, was sie sind. Sie sind unsere Klassenfeinde. Sie hassen Juden. Einer muss sich stumm schalten. Sie hassen nicht Muslime, sie hassen Ex-Muslime. Sie sind nicht unsere Freunde und sie hassen dieses Land. Und wenn irgendjemand sich hier Patriot schreit und mit diesen Affen, mit diesen Zootiere sich in einen Stream setzen und dann mit denen so reden und sich gegenseitig Geldgeschenke austauschen, Leute, dann habt ihr eure Linie verraten. Sorry. Darf ich was sagen, Kian? Ja, gerne. Guten Abend erstmal an euch. Ja, ich finde es sehr, sehr spannend, wie du und Löwenherz immer schön miteinander harmoniert habt. Für mich war das das waren Top-Livestreams und ich finde es sehr, sehr schade, nur weil der jetzt eine schlechte Phase hat, dass man jetzt von jeder Seite jetzt auf den einhaken. Also ja, muss es nicht sein. Er hat einen Fehler gemacht, den sieht er auch wahrscheinlich ein oder mehrere, keine Ahnung was. Richtig. Aber ihr spielt euren Gegner jetzt genau in die Karten. Und das ist halt das, was halt nicht sein passieren darf. Das hat der Moritz ein, zwei Mal jetzt kurz erwähnt, aber denen wurde leider kein Gehör geschenkt. Richtig. Weil ich finde... Ich habe Roy digital die Hand gegeben, Patrick auch. Genau. So soll es sein, genau. Ich ziehe mich zurück. Wir haben keine Zeit für diesen Unsinn. Richtig. Ich ziehe mich zurück. Genau. Moment mal. Ich mich erstmal zurück. Nein, Löwenherz, warte mal. Ich muss dich jetzt auch mal verteidigen. Ja. Ich brauche für diesen Kampf. Ich möchte diesen Kampf, den Kian führen. Den möchte ich auch führen. Aber ich brauche dafür Energie und diese Energie habe ich gerade nicht. Ich muss mich einfach erstmal zurückziehen, weil ich diese Kraft gerade dafür nicht habe. Lass mal den Scheiß und verbanne diese Idioten. Keiner von denen ist dein Freund. Niemand. Wollte ich noch einen weiteren Punkt... Nein, warte mal, ich muss ganz kurz, du darfst sofort... Moment, Freunde. Wer wollte den nächsten Punkt ansprechen? Maria statt Scharia? Genau. Und noch ja, einen Punkt von mir. Und dann Marco Polo und dann... Danke dir, mein Guter. Und zwar geht es einfach nur darum, dass sie halt zusammenhält, so wie die ganze Zeit davor auch. Und nicht irgendwie versuchen. Das Problem ist, du hast Erfahrung da drin. Du weißt genau, wie du dich benehmen, wie du dich halt verhältst. Du verlierst deine innere Ruhe nicht. So, und bei Löwenherz sieht es anders aus. Er kennt das nicht. Es ist das erste Mal, was jetzt diese ganzen Drohungen, dass die Muslime das halt auch in die Praxis umgesetzt haben. Und da mache ich ihm absolut gar keine Vorwürfe. Und das solltet ihr auch nicht. Weil er kennt sowas nicht. Natürlich hat er das bei den Kundgebungen mal mit erlebt, aber so hautnah, wo die Familie auch betroffen Richtig. Ist, macht er das zum ersten Mal. Und das ist menschlich. Und da wollte ich einfach nur appellieren, bleibt menschlich, bleibt cool, bleibt wie zuvor auch. Ihr seid top Jungs, ohne Witz. Ich höre euch sehr, sehr gerne zu. Und Kian, besonders an dich, du machst top Arbeit. Danke dir, mein Top Lieber. Arbeit. Danke Schönen dir. Abend und auf einen guten Zusammenhalt. Besten Dank. Vielen Dank für deine Ansage. Gerne, mein Bruder. Und unterstütze ich komplett. Ja, deswegen will ich jetzt auch kein Bashing mehr von Löwenherz hier hören. Marco Polo, bitte. Ja, schönen guten Abend. Bobby am Apparat. Und zwar kann es überhaupt nicht sein, dass hier die ganze Zeit auf Löwenherz eingehackt wird, vor allem von einer Hope, ja, die sich ständig widerspricht, die ihre Macht als Moderatorin ständig ausnutzt, mich stummt, den ihren Sane blockiert
oder stummt oder was auch immer, nur weil er was gegen sie sagt. Sie kann keine Kritik abhaben. Sie nutzt ihre Moderatorenmacht aus. Bobby, warte mal, lass mich ausreden. Nee, Bobby, ausreden. Das geht lass so mich nicht. Ausreden du kannst von einer Person Junge, lass mich ausreden jetzt. Warte, Freunde, Entschuldigung, Leute, ich versuche jetzt wieder mal ein bisschen Kontrolle reinzubringen. Schau mal, Hope ist jetzt, glaube ich, hier gar nicht drin, oder? Ist Hope dabei? Ich ja, es kann aber nicht sein, dass hier die Leute blockiert werden, wenn Kritik ausgeübt wird und selber hat sie einen Moslem als Moderator bei sich. Also sie macht selber überhaupt nicht das, was sie vorgibt, was sie tut. Und deswegen kann es überhaupt nicht sein. Und das darf ich das kommentieren, Bobby? Ja, gerne. Kann ich ja. Schau mal, wenn Hope einen muslimischen Moderator hat, also der ist ein praktizierender Muslim, outet er sich als praktizierender Muslim? Weiß ich nicht. Oder einfach nur als Kulturmuslim oder nach dem Namen her und so weiter. Es ist ein großer Unterschied, ob jemand vom Namen her nur Muslim ist oder ob er wirklich also zu der praktizierenden Liga gehört. Das kann ich mir bei Hope nicht vorstellen, nur weil jemand einen muslimischen Namen hat. Aber selbst wenn sie das hat, dann ist das etwas, was man bemängeln muss, denn sie sollte nicht als Jüdin mit so eng mit Muslimen zusammenarbeiten, ganz besonders wenn diese Muslime praktizierende Muslime sind und ein sehr verstörtes Weltbild gegenüber Juden haben. Dann verbietet sich so eine Beziehung. Aber ich bitte euch, Freunde, ich bitte euch, es ist sehr, sehr, sehr wichtig. Es ist sehr wichtig. Ich kenne dich kaum, Bobby. Ich kenne dich. Lass uns jetzt aufhören mit dem Streit. Ja, ich bitte jetzt. Ich habe von Anfang an kein Interesse daran gehabt, dass Löwenherz hier zerrissen wird. Ich fand, die stärksten Argumente hatte Roy in diesem ganzen Spiel. Und ich halte das auch, ich nehme das sehr ernst. Und ich finde, ich habe sofort gemerkt, Löwenherz, dass du komplett überfordert warst mit der Situation, dass Leute an meine Tür gekommen sind aus der TikTok-Welt. Ja, und deswegen verstehe ich, dass man dann auf irgendeine Art und Weise irrational handelt. Völlig normal. Aber jetzt bitte ich euch, Freunde, merkt euch eine Sache. Muslime werden niemals eure Freunde sein. Niemals. Ihr steht alle auf ihrer Liste. Du bist im besten Fall nur der nette, ungläubige Löwenherz, ja, den sie irgendwann aus dem Weg räumen werden, wenn sie könnten. Deswegen beendet diese idiotischen, nichtsnutzenden Gespräche mit Muslime, die ins Nirgendwo, ins Nirvana führen und nicht zu einer fruchtbaren Diskussion führen können, weil Muslime glauben, sie sind die Hüter der Wahrheit. Und deswegen werden sie nie Kompromisse mit euch eingehen. Aber ihr könnt eure Dawa machen, ihr könnt eure Anti-Dawa machen, eure Gegenaufklärung machen zu denen. Und am besten kommt in meine Streams. Wir unterhalten uns über den Islam und die Muslime kochen und flippen aus und sind verärgert, wenn wir ihre Religion entlarven. Aber gibt Fashion, Sibum, Hassan, Mahmoud, Ali, Murad und wie sie alle heißen, gibt ihnen keine Plattform und schenkt ihnen vor allem kein Geld. Jetzt schlafen. Das ist alles, was ich damit sagen möchte. Fian, ich wünsche dir eine gute Nacht. Bobby, dir auch nochmal danke, aber jetzt hört auf mit, auch Hope ist nicht hier oben. Ich bin auch kein Fan davon, dass man über Leute redet. Das wird jetzt auch nicht mehr so lang. Genau, die hier oben sind. Roy, Patrick, ich wünsche euch auch einen schönen Abend. Für mich ist die Sache durch. Ich ziehe mich erstmal zurück, weil das ist für mich einfach alles zu viel. Man kann eh nicht alles richtig machen. Deswegen, ich muss mir einfach jetzt überlegen, in den nächsten Wochen, wie ich das vernünftig angehen möchte. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ciao, ciao. 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 Ja, also, vielen Dank, Löwenherz, dass du da warst. Freunde, ich bitte euch, das ist enorm wichtig, okay? Wenn wir eine gewisse Aufklärungsarbeit machen wollen, dann müssen wir unsere Differenzen privat klären und nicht öffentlich. Ich wusste nicht, dass das so eskaliert. Eigentlich hätte ich schon viel früher die Reißleine ziehen müssen. Ja, aber TikTok kann Seelen zerstören. Und Araber, Muslime, Türken, Kurden und wer sie alle sind, dieses ganze Gesocks, die haben nur die Sprache der Einschüchterung in ihrem Kopf. Sie kennen gar nichts anderes als einschüchtern, gewalttätig werden, verbal Männer und Frauen vergewaltigen und so weiter und so fort. Lasst euch von diesem Gequatsche nicht einschüchtern. Aber wenn ihr die Hitze in der Küche nicht ertragen könnt, dann geht raus aus der Küche und bleibt nicht unter Zwang. Wenn TikTok euch süchtig macht, müsst ihr einen Entzug machen.
Ja, aber lasst euch nicht, macht keinen Pakt mit dem Teufel. Ja, und verbrüdert euch nicht mit Muslime, die über euch lachen, die euch witzig finden, euch schwach finden. Versteht das endlich. Ja? Nein, Entschuldigung, das Original ist, hat gesagt, warum bin ich ein Gesocks, weil ich Türke bin. Ich rede jetzt, ich meine damit eigentlich die Muslime unter diesen Volksgruppen, die sich als praktizierende oder devote, gläubige Muslime outen. Ich meine diese Leute. Ich habe viele türkische, kurdische und arabische Freunde und die sind alle bombastisch. Ja, es geht nur, dass TikTok, wenn man sich mit dem falschen Klientel einlässt, diese Leute sind rachsüchtig. Also bitte achtet darauf, mit wem ihr in die Arena steigt. Ganz einfach. Ja, Dante, bitte. Da hast du wenigstens das Richtige gesagt. Es ist die Schwäche in den Menschen. Ne? Wenn einer schwach ist, dann fällt er. Genau. Das ist nun mal so. Ja, nur die Starken überleben. Ja, für mich ist das Thema jetzt auch beendet. Ich will jetzt gar nicht länger über Leute auf Leuten rumhacken, die nicht hier oben sind. Es ging mir nur sehr, sehr, ich war nur sehr getriggert, weil Haupt dann halt auch sowas mit Aussagen kam.